Herzlich willkommen zum Dienstag. Heute spielen wir ein nagelneues Spiel, ein Battle Royale mit Schwertern und Magie. Es nennt sich Naraka Blade Point. Ja, Leute, so sieht's aus. Guck mal hier. Guck mal. Die zwei Hoshis hier aus dem Hängi. Da unten ist der dritte Hoshi. Das sieht ja krass aus. Bei sich zu Hause. Achso, der sitzt ja vorm Green. Deshalb sieht das so passend aus. Ne, nicht schlecht. Ich dachte schon, der Nils hat extra für das Spiel heute alles vorbereitet. Gib ruhig. René, bring noch ein Pad rein. Leute, wir spielen heute ein ganz neues Spiel. Naraka Blade Point. Und ich habe das neulich irgendwo mal auf Twitch gesehen, habe gesagt, das müssen wir hier ausprobieren. Das ist ein Battle Royale, ein bisschen vermischt mit Nioh, Sekiro und Fantasy-Action. Also Nahkampf plus Magie. Wir haben es noch nie gespielt. Wir haben es vor allen Dingen noch nie zusammengespielt und wir werden es jetzt mal hier ausprobieren. Nils, du hast ja schon das Tutorial gespielt, ne? Okay. Ja, mir ist Vorbereitung immer sehr wichtig. Dafür stehe ich auch, dafür kennen mich die Zuschauer auch. Und ich habe das. Ja, danke. Applaudiere auch. Dankeschön, ja. Dankeschön. Und es gibt mehrere Tutorials. Es gibt erstmal so ein Tutorial, wenn man das Spiel startet, und dann kann man dann quasi dann nochmal auf so einer Battle Royale Map nochmal ein Tutorial machen, wo man dann ganz am Ende auch noch ein, zwei Bots wegprügeln darf, und dann wird man sozusagen entlassen in die freie Welt. Das habe ich gemacht. Es gibt verschiedene Kämpfer. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Bildschirm wird tatsächlich auch möglicherweise gezeigt werden können. Es ist unfassbar, was Technik alles möglich macht heute. Ich sitze hier in meinem kleinen Keller und kann euch trotzdem hier alles zeigen. Das sind die verschiedenen Helden, die es hier gibt. Mit der Viper-Ning spielt man auch das Tutorial. Deswegen werde ich die auch spielen, weil ich die jetzt schon kenne. Aber man kann natürlich auch noch weitere Helden sich aussuchen. Temulch zum Beispiel. Den hat sich der Ede schon ausgesucht. Nee, ich habe wieder gewechselt. Ich habe den Glatzi. Hier, Tianhai. Ich habe Tarkaji. Den hier? Ja, der sieht auch cool aus. Und ich möchte was zeigen bei mir. Wenn wir mal kurz auf meinen gehen, perfekt. Ich habe nämlich den sowohl gebaut, ich wollte erst einen hässlichen machen, da habe ich mir gedacht, nee, er ist einfach zu wichtig, habe ihn hübsch gemacht. Und dann habe ich ein Feature benutzt, was ich tatsächlich ganz interessant fand. Du kannst nämlich ein Foto hochladen. Der sieht aus wie du. Echt, findest du? Ich wollte mich gerade aufregen, dass das Feature nicht funktioniert. Hä, der sieht doch voll aus wie du. Was? Der sieht voll aus wie du. Ich hab ganz anderen Bartwuchs. Er ist ein bisschen schöner, aber ansonsten. Jetzt wird immer schlimmer. Was ich eigentlich sagen wollte, es hat funktioniert, dass er, ich hatte quasi vorher diesen hier, dann habe ich dieses Tool benutzt und dann hat er geswitcht zu diesem Gesicht. Also, es funktioniert zumindest in irgendeiner Form. Aber ich finde, so sehe ich aus in meinem Kopf. Ich wusste das nicht. Ich würde es auch gerne aussehen. Jetzt hört mal auf, ihr. Das ist schon richtig. Dass du das direkt gemacht hast, du kleiner Fuchs. Ich würde es gerne mal mit euch sehen. Könnt ihr ja in der Werbepause mal ausprobieren. Ist wirklich nur ein Button. Vielleicht machen wir das. Jetzt fangen wir erstmal an zu spielen. Ich muss gestehen, ich hatte hier noch ein paar technische Probleme mit dem Pad und so. Deshalb konnte ich es jetzt noch nicht Probe spielen. Seid mir nicht böse. Aber wir werden jetzt einfach mal uns live ins Gemenge schmeißen. Wenn ich rausgefunden habe, wie man hier ein Spiel startet. So. Ja, irgendwo rechts. Tägliche Quests. Ganz unten rechts steht's. Start. Ein oder mehr. Oh, was? Moment, wer ist nicht bereit? Auch noch ihr seid nicht bereit. Ja, ihr müsst euch noch bereit machen, bitte. Muskeln und Sex auch. Nils, noch. Du auch, bitte. Ich bin natürlich bereit und werde sofort. Wo sind wir denn? Unten rechts, Y wahrscheinlich. Magst du dich bereit machen? Ah, nee, du musst in den Homebildschirm. Ah, jetzt, Entschuldigung, ich war am falschen Bildschirm. Jetzt bin ich bereit. Ah, warum bin ich denn die Dame hier? Na. Egal, jetzt bin ich das ist gut. Direkt mal die falsche Person. Ich wollte die andere Dame sein. Gut, gut. Ich hing da noch fest, weil ich hatte es euch ja gezeigt. Und dann hatte ich auch so diesen Helden noch. Du kannst scheinbar jetzt noch mal wählen. Oh. Ah ja, okay, wollen wir uns denn jetzt sehen wir die Map, ne? Wollen wir uns zusammen, sag ich mal, auf ein Feld einigen. Es gibt ja viele, wo schon welche sind. Jetzt wird's hier gerade so voll. Man sieht überall die Zahlen auch. So, ich habe was gemacht hier. Okay, also da wo du hingeklickt hast. Schnell. Wollen wir da hin? Ja, okay. Los. Wir müssen uns nicht so stressen. Das ist ganz chillig. Könnt noch eine Challenge annehmen. Mit mir ist gar nichts chillig. So. Wir könnten jetzt natürlich auch noch den Startpunkt noch mal ändern oder einen Helden wechseln. Also alles ganz angenehm. Nils, du hast einmal gespielt oder mehrfach? Oder nur das Tutorial? Nur die beiden Tutorials. Und ich hatte mir gedacht,
ich will jetzt auch nicht zu gut sein im Vergleich mit euch, versteh, weil das ja auch dann mega lame ist. Ja, ich habe eine Runde gespielt und wurde Erster. Ich kann es wirklich kaum glauben. What? Ja. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, ich führe euch gerne ein in die Mystiken des Spiels. Ich habe Fragen bestimmt. Ja, es ist wie immer, es ist ein Ring, der zieht sich zusammen, das kennt ihr ja. Und überall gibt es was zu looten. Und dann irgendwann kommen eben doch wirklich auch ein paar Feinde. Und da habt ihr bestenfalls erst eine Fernwaffe und wenn sie nah kommen, eine Nahwaffe. Und man hat auch so eine blaue Rüstung. Also, man kann also es gibt Equipment, ja? Es ist wirklich wie PUBG oder so, nur mit Schwertern und Nahkampf. Genau, und es liegt hier überall so Kisten, also so kleine Schatzhäufchen rum. Schatzhäufchen? Und das ist ein, ja, und die musst du aufmachen. Das sieht so aus wie so irgendwelche Geröllhaufen oder irgendwelche Knochenhaufen. Und da sind Waffen drin. Und das ist ein bisschen wie bei Players Unknown, Battlefield Spotted Battleground, ob du das, weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, wenn du auf Start drückst, dann siehst du alle Waffen, die in der Nähe rumliegen und kannst die dann aufnehmen. Schließt du? Ja. Also da kannst du das ein bisschen sortieren. Ich habe jetzt einen Bogen. Not without a spool. Ja. Das ist gut. Warte mal. Ist das gut? Alter, hier wird schon auf mich geschossen, kann es sein? Ja, das ist Simon. Ja, ich versuche diesen Greifhaken zu benutzen. Ah, jetzt, siehst du, dann kannst du dich nämlich überall ranhängen und wie so ein Äffsche kannst du dann von oben lauern. Das ist echt ganz cool gemacht, finde ich. Dass man da sehr schnell rankommt. Hier ist eine Kiste, aber die ist verschlossen. Also, jetzt müssen wir wirklich erstmal looten, das ist ganz wichtig. Und zwar viele coole Sachen, vor allen Dingen auch ein bisschen. Was ist das hier? Das, was hier so rot leuchtet? Ist das gut? Quest angenommen, Kopfgeld. Ja, siehst du genau, das kennt man. Das heißt, ich habe Quest angenommen, das heißt, den Spieler, den müssen wir jetzt platt machen. Das kennt man ja auch. Gewisse, viele Mechaniken sind ja tatsächlich aus anderen Battle Royals bekannt. Den kommen wir da recht schnell. Kann man rennen? Wie kann man denn rennen? Waffentasche ist. Wenn du B gedrückt hältst, während du läufst. Okay. Und sobald man eine Rüstung hat, muss man immer wieder Rüstungspulver benutzen. Und sobald die Waffen abgenutzt sind, muss man auch die immer wieder reparieren. Das noch so schon mal vorweg. Also mir hat diese eine Runde schon richtig Bock gemacht, weil es so ein dynamisches Wechseln war zwischen ständig neue Waffen und dann muss man die aber auch immer wieder reparieren und dann immer wieder diese Angriffe, da kann man so schön erstmal Fernkampf machen, wenn man weit oben steht und genug sieht und sich dann in den Kampf stürzen oder jemanden gut unterstützen auch mit einer von diesen Wummen. So. Es gibt auch Alter, wer ist da? Da ist einer. Ja, ich sehe ihn. Oh, ich werde schon angegriffen. Da, zwei Leute. Einer ist auf dem Dach, der andere in der Hütte. Ich hab ihn. Mach ihn platt, yes! Mein erster Kill! First win! Yes! Holy shit, da sind mehrere. Ja, das sind direkt ganze Trupp. Denkt dran, dass ihr ja auch. Ich mach die alle platt. V habt. Obwohl das noch nicht aufgeladen. Was ist das hier? Was passiert hier? Alter, ich hab direkt zwei Bogenschütze hier unten bei mir. Bäm, ich hab eine gewonnen! Ich hab eine geschlagen, meine ich. Ich hab einen Kill! Ey, das ist ja sensationell. Wenn Achtung, hier ist macht noch alles viel mehr okay, Spaß. Okay, einer weg. So, denkt ihr an diese Seelenjade und den ganzen Loot-Kram. Ihr Double könnt Kill. Viel auswechseln immer von dem Kram. Sind das eigentlich Menschen? Das wirkt so einfach. Ich bin's nicht gewohnt. Ich glaube, das sind NPCs, oder? Das kann auch sein, ja. Mama, ich weiß es nicht. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich glaube, es sind NPCs. Ich kann mir diesen Erfolg nicht anders seriös erklären. Was habe ich denn noch? Brauche ich eine? Die Waffentasche ist schon wieder voll. Repetitiv. Wenn irgendwo jemand eine Rüstung sieht oder hat, kann er die gerne ablegen. Die würde ich gerne haben. Also hier, bei mir waren einige Rüstungen bei den ganzen Gegnern, die ich besiegt hatte. Das hier übrigens, ach nee, ihr seid ja gar nicht da. Es gibt hier, hier so ein leuchtendes Wurzelgeflecht. Da kann man respawnen, wenn man verliert. Das wird uns nicht passieren, aber vielleicht kann man das ja theoretisch mal einfach aus Spaß zeigen. Waffenkoffer. Alter, ich raff noch nichts hier. The shadow will shortly begin to spread. So, gleich werden wahrscheinlich auch, Moment, aktuelle Waffe wechseln. Wir sind noch nicht im, doch, wir sind im Dingsbums, aber gleich kommt der Kreis, ne? Kennt ihr die Geschichte? Ja, genau. Mal gucken auf der Karte, wie es aussieht. Ich hab auch mal die Mitte markiert. Wir sollten uns jetzt auch langsam mal versuchen, da schon so hinzubewegen. Ja. Ich brauche mal dringend noch so einen Haken. Ich habe noch keinen Haken. Das ist... Ich habe 20, aber ich weiß nicht genau, wie ich die dir jetzt geben könnte. Ah, okay, die Verderbnis, Leute, wir müssen.
Oh, mal gucken, ob ich den Haken jetzt irgendwie sinnvoll anwenden kann. Es reicht manchmal nicht. Die Hakenlänge reicht nicht. Das mit dem Haken ist ganz geil. Das ist ein bisschen Sekiro-mäßig, ne? Ja. Ja, es hat was. So ein bisschen. Okay, ist das hakelig, jetzt. Aber boah, ich habe eine Kanone, Alter. Okay, ich bin jetzt im Ring drin wieder. Wo sieht man denn den Ring? Ja, auf der Karte rechts, genau. Und da musst du halt hin. Ah, hier sind zwei. Scheiße, ich sollte vielleicht. Okay, den Haken kann man gar nicht unendlich benutzen. Falls euch das interessiert, das habe ich gerade für euch rausgefunden. Ne, klar, unten stehen die Anzahl. Unten links. Krass. Double kill! Ich glaube, das sind Bots. Aber das ist okay, es fühlt sich gut an. Wow, ich habe mein Alti! Ich hab mein Alti! Alter, guck dir das an! Oh, was geht denn da bei dir? Okay, wo kann ich da hinkommen? Ich will das auch haben. Jetzt habe ich ihn gegrabt! Au. Bring sie bitte. Ist doch wirklich unnötig. Jetzt bin ich nicht mehr. Hier. Eieiei. Awakening takes time. Schnitzelmeister! Heute gibt's Bratwurst! Alter, bleib doch mal stehen, du Sau, Alter. Okay, dann mach ich halt V. Kann man die Gegner irgendwie so markieren? Also, dass man. Ja, mit rechten Stick reindrücken. Ah, okay, geil. Yes! Ich habe 5 Gegner besiegt, habe ein Achievement erzielt. Wenn du LB drückst. Oh, fuck. Oh. Und dann nach rechts reparierst du deine Waffe. Ja. Wenn ich was mache, wenn ich was mache. Du kannst die Waffe. Ja, erzähl bitte. Wenn du LB gedrückt hältst und dann drückst du mit dem Digi-Pad nach rechts, dann reparierst du deine Waffe, vorausgesetzt, dass du so ein Reparaturkit hast. Ah, okay. Deswegen, die sind recht wichtig. Kann ich empfehlen. That's good stuff. Ich werde angegriffen. Waffenkoffer brauchst du dafür. Ja, genau, Waffenkoffer. Du bist angegriffen, okay, ich komm. Brauchst du Hilfe? Ja, immer. Okay. Wo bist denn du? Der rennt dauernd um mich rum, der Nervige. Lock ihn doch mal in die Mitte zu uns. Wir kommen auf jeden Fall gerade zu Hilfe. Ja, ich hab ihn einfach getötet. Ich hab ihn einfach. Das ist immer denk dran, dass du dich auch heilst mit diesen Bären da. Wenn du Digipad nach links zum Beispiel, dann heilst du dich. Ja, der Nils, du kannst dich auch nochmal heilen und Rüstung anlegen. As strong as my heart. Aber wir müssen gleich weiterziehen, Leute. Ja. Aber es geht eh nicht mehr lang. Hier bei mir ist ein Gegner. 2 sogar, 3. Bei mir glaube ich hier auch. Oh ja, da bist du. Okay, ich komme. Boah. Alter, ja, hier ist jetzt schon richtig. Hackeball-Action. Ich komme, Leute. Oh, es macht so einen Spaß, mit so einem Riesenschwert da so durchzuflügen. Ein noch. Jawohl. Oh shit. Das ist ja noch übrig. Scheiße, und ich habe keinen Dings mehr. Da, wo ist er? Hab ihn. Quattro Kill. Ja. Geil. Luti Lutensen. Simon, denk an deine Rüstung auch. Ja, alles muss repariert werden, ja. Ein permanentes Nachschleifen. Komm, mach es. Ich finde es ein bisschen schade, dass es für diese Sachen, die man aktiviert, keine Queue gibt. Also so eine Art Warteschlange. Die einfach alle nacheinander aktiviert werden. So, okay. Das war ziemlich cool. Da sollen die mal ruhig alle kommen. Ready again for war. Kann es sein, dass wir einfach schon richtig geil sind? Ja, die allergeilsten. Wundert dich das? Mich wundern, überhaupt nicht. Nein, sollte mich das wundern, Nils. Für die anderen wahrscheinlich eine Überraschung. I found something. Wenn man Q drückt und diesen Greifhaken benutzt,
muss so ein kleines Symbol, glaube ich, erscheinen. Und erst dann kann man sich dahin seilen. Kleiner Tipp so von mir, glaube ich. Oh, könnt ihr das mal wieder auf mich schalten kurz? Ich mache hier die absolute Übersicht. Wie benutzt man denn diese Seelenjagde? Nee, Seelenjade ist das nicht Seelenjagde. Das sind so, das sind Gegner, Achtung. Kleine Perks, die du wiederum. Mal gucken. Das war die falsche Waffe zum falschen Moment. Oh, Alter, der läuft ja einfach nur im Kreis. Man kann mit R gedrückt halten übrigens die Waffe aufladen. Ich weiß nicht, ob er das schon. Ja. Bam, nämlich. Alter, lass doch mal stehen, ey! Ja. Mach hier mal. Ach nee, das bist du, Nils. Dachte schon. Ja, ja. Denkt an eure Rüstung, Eddie. Kann das, ist deine grau, weil du nur so eine, hast du eine schlechtere Rüstung? Ich weiß nicht, warum meine grau ist, aber sie ist auf jeden Fall voll. Also, wir haben auch drei und du hast nur zwei. Sag mal, wenn ihr ins Inventar geht, diese Seelenjade, was bringt das? Was bringt das? Das sind so Perks. Hier siehst du ja, Repetier, Armbrüste verursachen etwas weniger Schaden bei mir. Zum Beispiel, du hast. Die muss man aber einfach nur bei sich rumtragen oder was? Na, du kannst sie halt immer austauschen. Überall hier liegen welche rum und du musst die natürlich immer gegen noch seltenere austauschen, bestenfalls. Zumindest. Oh, was habe ich denn jetzt? Ah, übrigens liegen überall auch noch Münzen rum. Hätte ich jetzt den Nils vielleicht nicht sagen sollen, aber. Au! Hey, das weiß ich, ich hab schon gelootet. Warum liegen da noch welche rum? Ich hab nicht alle gelootet. Das ist euch auch welche, ist doch klar. Hier, schau mal, Ede, schau mal kurz bei mir. Einmal kurz. Ja, okay. Weil, siehst du, du nimmst diese Dinger und ziehst sie rüber. Ja. The shadow will shortly begin to spread. Wear a helmet next time? Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich habe mein Samurai-Schwert weg. Hast du es nicht repariert, oder? Nee, ich habe es ausgetauscht gegen. Ah, ja, das passiert schnell mal, ne? So. Ja, wann kommt denn da mal die Gegner? Ich brauch neues Pulver. Da. Geil. Okay, doch nicht. Boah, geil. Er hatte 1800 in diesen Münzen. Was ist denn das? Dieser Sonnenschirm. Simon, was? Das ist doch dunkle Zauberei. Auf jeden Fall. Ihr seht den, ihr seht das, ne? Freunde? Nee. Ist weiß den, gar nicht, was. Des Dingsbums. Ja, das Dingsbums. Holy halt. Shit. Oh, ich war auch gerade so beschäftigt. Nein! Ich dachte, es kann nicht mehr viel kleiner werden, um ehrlich zu sein. Lauft, Freunde, lauft. Bei mir. Einer ist gleich tot von euch beiden. Ede. Alter, lasst mich doch mal jetzt. Ich bin tot, Alter. Damit wir immer wissen, wer gerade fast tot ist. Ich bin tot übrigens. Oh, Nils, zwei kommen auf dich zu. Ich mach mal hier ein bisschen, beschäftige den mal und ich mach die Artillerie, die schwere. Geil. Ich zieh den voll das Schild ab. Ich habe keine einzige Waffe mehr, das ist sehr dumm. Endgame hier wahrscheinlich. Was ist das hier? Was habe ich aktiviert? Achtung, pass auf. Der Dings kommt, der Dings kommt, der Dings kommt. Na, ficken. Okay.
Okay. Oh. Okay. Hier ist Rüstungspulver, wo ich bin, falls ihr braucht. Ah. Okay, jetzt bin ich aber immerhin wieder im Game hier, aber immer noch keine richtige Waffe. So, oh. Schnell mal geendet. Ja. So, warte. Oh, ich hab noch Rüstungspulver. Geil. Tana. Ah ja, Rüstungspulver, geil. Okay. Bist du wieder da, Ede? Nein, ich bin ja ganz weg. Oh shit, ja, irgendwie habe ich gedacht. Stimmt, man kommt ja gar nicht mehr rein, ne? Aber ich hätte genug, um dich freizukaufen, wenn es möglich wäre. Also so am Ende scheint es sich immer mehr zu so einem epischen Massenkampf mit Schwertern und allem Möglichen zuzuspitzen. Das finde ich schon irgendwie ganz cool von der Dramaturgie. Man wird wirklich sehr nah aneinander getrieben. Ah. Komm jetzt! Boah, weg, Gomeo. Okay. Gesundheit. Gesundheit! Entschuldigung. Rüstungspulver. Ah, sehr gut. Kann ich mal was rausnehmen? Ja. Hier ist auf jeden Fall der Rüstungspulver, Simon. Kann ich dir empfehlen. Kann ich gleich gebrauchen, ja. Ist da noch irgendjemand? Okay. Ja. Ja, ja. Ey, völliger Überblick Verlust. Nein! Ja, ja, Ben. Oh, da kommt irgendwer 90 Sekunden. Kann mich jemand wiederbeleben? Kannst du mich wiederbeleben? Das ja, ist ja so geil. Du was? Kannst du mich? Ich lieg hier. Ich lieg hier. Nils, ich seh dich. Oh. Achso, nee, du musst kämpfen. Na, egal. Ich krieg den und dann mach ich das. Wo bist ja, du? Ja, jetzt hier in der Mitte, da bei dem ganzen Loot. Das wird dir gefallen. Da ist überall Loot. Hier, ich bin. Ja, 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 ja. Komm, weiter vor. Ja. Alter, wie geil. Was? Hab ich's geschafft oder hab ich's nicht geschafft? Ja. Glorious Use, haben wir jetzt Chicken Dinner hier geholt oder was? Ja, natürlich. Easy. Chicken Dinner! Guck dir das an! Können wir nochmal kurz den. Genau, weil du kannst ihn teilen. Du kannst den Screenshot, dafür liebe ich euch, Leute. Kann ich speichern. Warum auch immer. Alter Schwede. Brauche ich keinen Screenshot mehr machen. Brauche ich kein Foto mehr machen und euch schicken. Okay, also das ist der Oberhammer. Ah, oh, da freue ich mich. Das hat Bock gemacht, okay. So, direkt mehr erreicht als in 10 Jahren PUBGs, Apex, Warzone, in den ganzen Spielen zusammen, direkt in der ersten Runde. Aber das waren natürlich auch alles keine Bots, ne? Sollen also, wir das ist klar. Sollen wir direkt. Waren das Bots oder nicht? Nein, nein! Also, da waren vielleicht Bots dabei, ja. Ein, zwei. Sollen wir vielleicht einfach jetzt aufhören? Für immer. Und einfach, einfach abspeichern, als dass wir ungeschlagen in diesem Spiel sind. Ja, das waren alles Bots. Ich weiß ja nicht, ob ihr da recht habt. Da muss man nochmal nachprüfen. Das wenn es wirklich Bots waren, wieso kriege ich dann jetzt hier so viele Belohnungen? Wir werden hier schön gepampert mit Perks und Klamotten. Man kann hier Waffen, glaube ich, auch aufrüsten dann in den Menüs mit den Sachen, die man so kriegt. Na hier, mein Katana ist schon Level 3. Kann ich da jetzt noch geilen Scheiß machen? Blinzelschlag, eine traditionelle Technik. Während du deine Waffe im Anschluss an den Blinzelschlag weggesteckt hast, tückst du sie erneut und greifst schnell an. Gemein. Ja, da kann man wahrscheinlich noch eine Menge ach, du Scheiße, es kommt jetzt. Guck mal hier, jetzt die Belohnungsliste. Unsterblicher Schatz. Kriege ich jetzt? Wie kriege ich denn diese Kiste? Gib mir die Kiste. Gegenstand, eine Kiste randvoll mit Schätzen. Das ist immer gut. Ach so, das kriege ich erst ab Stufe 5. Okay, ja, verstehe. Besser als randvoll mit Scheiße. ich hätte gerne die Schätze. Lass uns noch ganz kurz hier im Menü einmal alles machen und dann gehen wir gleich mal in den nächsten Kampf. Man kann sich hier auch so richtig Skins für die Waffen freischalten. Ja, ey. Das ist abgefahren. Und ich will ja nichts sagen. Alter Schwede, guck mal bei mir. Ich kann jetzt hier. Oh, was geht denn hier? Schatzkammer oder was? Eine Kiste. Du hast dieses Kistending geschafft. Unsterblicher Schatz? Mal null. Ja, du hast den aber gar nicht. Also das kostet mich ja Geld. Ah. Oh, ich dachte. Und ich dachte, ich hab den Scheiß schon. Hab ich noch gar nicht. Kommando zurück, ich hab nur gegiert. Ich habe auch bei mir was entdeckt. Und zwar habe ich beim Greifhaken jetzt irgendwie eine Veränderung. Und zwar kann ich jetzt wohl
aus dem Hinterhalt mit tödlichem Ausgang Leute via Haken holen. Bisher konnte ich mich nur zu denen hinhaken. Jetzt ist das wahrscheinlich so eine Art Extra. Nehme ich mal an. Vielleicht ist es auch nur kosmetisch. Also es sieht auf jeden Fall, hier, Greifhaken ist der normale, ne? Und Aroma sieht schon ein bisschen anders aus. Zack, Junge. Okay, das nehmen wir. Ich bin positiv bisher beeindruckt. Komm, wir nehmen einmal den Lappen, Simon, der angeblich so aussieht wie ich. Oh, was für ein Lappen. Wie Lauchboy und Edward Laser. Ey, also ich meine, mir ja egal, aber ich kämpfe einfach gerne für andere Menschen. Das ist wie Orlando Bloom in Pirates of the Caribbean 1. Ah, ich weiß ja auch nicht. Na hier, Kollektion Harmoniekleider. Das wird interessant. Aha. So, freigeschaltet durch unsterblichen Schatz. Ah, jetzt bin ich da, wo der Nils gerade war. Ne. Okay, ich verstehe. Aber ich habe auch kein Geld, deshalb gehe ich auch wieder raus. Ja, alle landen sie da. Früher oder später landen wir alle in der Schatzkammer, für die wir keinen Schlüssel haben. Was ist Flut? Ich drück schon mal bereit. Entwickeltes Freischalten. Mhm. Ah ja, okay, das ist im Prinzip das. So, ich würde jetzt mal einen anderen Helden probieren. Also, hast du das gesehen? Wir haben diesen Deluxe DLC und in 35 Minuten können wir 10-mal diesen Schatz nutzen. Das kann da mal ein Timer die Regie sich überlegen. Oder ihr zu Hause. Stellt euch mal schön die Uhr. Wen hast du genommen, Simon? Ich hab, das ist der hier unten, der in der Mitte links. Den? Ja, ich weiß nicht, wie heißt man. Die sind alle irgendwie ganz okay. Hä, wie kann ich den, wieso kann ich den denn jetzt nicht nehmen? Nimm den doch. Anklicken. Together. Interessant. Aber er wechselt immer wieder auf den zurück. Nein, 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 das ist, weil du nicht eingestellt hast, dass er im Home-Bildschirm angezeigt werden soll. Du kannst, okay. Geh nochmal drauf. Ich helfe dir. Jetzt schreit unten rechts im Home-Bildschirm. Wer hat dieses Spiel gespielt? Was ist denn los, Simon? Wann bist du denn der Typ, der hier die Ahnung hat? Das sind die Spandauer Vibes, ich sag dir. das ist ein völlig neuer Simon ist geboren, ein Competition-Mon. Das ist einfach auch die Reise, glaube ich. Ich merke dann immer, wie schön es hier ist, wenn ich in Spandau bin. So, wenn ihr losmachen wollt, was ist denn Schatzpavillon? Also schon wieder das, okay. Du musst aufhören. Du kannst ihn dir nicht leisten. Okay, aber wie spielen wir denn jetzt mal gegen Nicht-Bots? Nils, du kannst es vielleicht mal einstellen bei dir. Vielleicht geht das ja. Ja, aber ich bin ja der Gruppenführer. Ach so, dann geh mal unten rechts auf hier Modus auswählen. Prüfung Herold. Oder die schnelle. Ah, ja, hier, jetzt wird's interessant, ja. Leute. Trio, Bronze 5. Oder schnelles Match. Wir haben bisher, glaube ich, die Prüfung des Herolds sind, glaube ich, so Bot-Matches, die wir bisher. Ja, mach doch mal schnelles Match, würde ich sagen, ja. Oder? Ne? Ja, würde ich auch sagen. So, seid ihr ready? Ja, aber es war so schön, mal zu gewinnen. Es war so schön. Ihr müsst noch ready, bereit machen, bitte. Ich hab schon. Simon, Nils. Ich bin ready. Ich glaube, du fällst noch. Nee, ich kann ja nur Start drücken und das geht nur, wenn ihr alle ready gemacht habt. Ja, läuft. Bitte keine Falschbehauptungen. Ich mache keine Fehler. Doch, es geht los. Okay. So, Leute. Ich habe nur Angst, dass es irgendwie nur noch zu so einem Button-Gemäsche wird, wo alle Klingen nur noch ineinander schlagen, aber ich glaube, man kann viel hier auswählen. Ah, jetzt kann ich hier nochmal auswählen. Ja. Ich bleib nochmal bei Viper, weil jetzt kommen wir eventuell gegen menschliche Spieler und da will ich natürlich den Vorteil des Gelernten nicht abhanden kommen lassen. Nils, wohin wollen wir? Schattenjademine, ganz unten zum Beispiel. Okay, dann den da, oder was? Ja, okay, das ist gut. Bist du denn, ist der Ede jetzt gleich dabei? Ja gut, ich nehme auch noch mal den Typ. Ja, okay. So, habt ihr schon was ausgewählt? Ja. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir noch in der Lobby sozusagen, ne? Genau. Und dann geht's gleich los. Falls dich interessiert, Ede, wir sind kartentechnisch unten rechts und müssen dann irgendwie quasi. Wechsel jetzt übrigens mal auf Maus und Tastatur, einfach um mal zu gucken, was mir besser gefällt. Ich finde Maus schon irgendwie cool. Es funktioniert ganz gut. Man kann sich halt sehr schnell umgucken, was hier echt wichtig ist. Ja, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich habe das erste Tutorial mit Maus und Tastatur gespielt und das zweite Tutorial mit Controller, es geht beides. Das Sortieren der Items und so weiter ist vielleicht mit Maus und Tastatur fast ein bisschen besser und das Umschauen. Aber grundsätzlich finde ich es immer ganz gut so mit Controller, wenn man es mit dem Controller spielen kann. Und das Aiming ist ja halt nicht so wie bei Shootern so relevant. Ne? Also deswegen ist mir hier Controller lieber.
Also manche Charaktere sind aber auch, also die kriegen recht frühe Rückenschäden, wenn die so weitermachen. So, wir machen jetzt gleich, wollen wir kurz mal, weil wir von der Regie drum gebeten werden, kurz einen Spot, ach nee, wir machen den Spot nach der Runde. Das ist auch besser, weil es geht jetzt echt los, ne? Gut. Jetzt geht's los. Okay, Leute, wenn ihr Probleme habt, sagt Bescheid, dann komme ich. Okay? Ich finde, wir haben das gerade schon gut gemacht. So zusammen auch, uns gegenseitig mal helfen, mehr auf Ede achten vielleicht oder auf den, der schreit immer. Also wenn einer angegriffen wird, meine ich. Du hast echt ein bisschen zu viel mit den Spandauern abgehangen, habe ich das Gefühl. Ich dachte, dir gefällt das. Wie sammelt man denn ein? E und dann ganz viel E. Okay, was ist denn jetzt? Was diese ganzen komischen roten Strahlen bedeuten sollen, weiß ich irgendwie noch nicht. Diese Feuer. Also, wir sind ganz gut. Wir sind tatsächlich im inneren Kreis, ne? Ich bin wie immer im Controller-Einstellung. Es ändert sich nie. Egal, was wir spielen. Aber dann kannst du es irgendwann. Ich habe übrigens einen komischen Bug, dass manchmal im Menü der Controller so komisch wackelt. Und dann muss ich mich einmal bewegen. Kurz und dann geht das. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Vielleicht ist es nur bei mir so. Falls euch das mal passiert, wisst ihr Bescheid. Ah, endlich. Ich hätte deutlich lieber mal einen ordentlichen Greifhaken. Der ist viel zu klein. Das ist schon irgendwie cool. Das ist ein halbes Assassin's Creed, aber eben auch nicht ganz. Alter, mach das doch jetzt mal. Ist es bei euch auch so, dass das Hut verschwindet, wenn man läuft? Nee. Oh, shit, jetzt ist das bei mir so verwirrt. Guck, wenn ich stehen bleibe, ist alles da. Wenn ich laufe, ist alles weg. Okay. Alter, ich bin der Mann mit den Superwaden. Ich bin wie eine von diesen Gebirgsziegen, die am Damm das Salz ablecken. Ich kann einfach endlos hüpfen. Geil. Okay, ich bin ganz oben. Ich bin der Beste. Bestätigt. Ja, hier ist kann aber man auch nicht mehr ändern. Das lohnt sich, Leute, sage ich euch nur. Ganz oben wartet der Loot eures Lebens. Ah, hab alles schon. Weiß nicht, was ich machen soll. So. Seid da hinten, okay. Was ist das denn hier? Alter, ich hab. Alter! Was denn? Alter! Was denn? Was ist denn? Das klingt nach gutem Loot. Boah! Ich will auch was. Geil. Ich hab noch kein Schwert. Ah, du hast, die Kanone, ja. Oh, Alter, was geht denn hier? Guck dir mal den Nils an. Guck dir das mal an. Was der Alter, was hat der denn? Eine Ballista oder so? Alter, Feuer, ich schieß auf dich. Komm her, Eddie, komm her. Das ist tatsächlich. Jetzt verstehe ich Alter Schwede. Deine Geräusche. Das ist ja geil. Man kann damit durch die. Guck mal hier. Man kann damit fahren. Das ist auch noch eine Achterbahn. Das wird immer besser. Ey, das ist ja der Oberhammer. Vorsicht, hier ist irgendwas kaputt. Nee, geht. Man kann durch die Map damit fahren. Das ist ja der Hammer. Solltet ihr auf ein. Auf eine Nahwaffe für mich treffen. Würde ich mich freuen. Hier bei mir ist die Kiste. Könnt ihr gerne aufmachen. Ist das hier Flinte? Ich muss wieder in die Scheiße. Komm. Scheiße. Kann nicht sein, dass es hier keine Waffen mehr gibt plötzlich. Hey, wieso greift ihr mich an? Seid ihr dumm? Oh, kaufen. Was können wir hier kaufen? Nichts Tolles. Alter, ich werde angegriffen, Leute. Okay, zu Ede, wo lang? Was wo? Ich bist komme. Du eins oder zwei? Bei mir auch. Ich habe auch Ärger am Hals. Okay, das ist nix. Ich weiß nicht genau. Achtung, Simon. Ja, wir haben sie. Wir sind auf jeden Fall besser. Probleme. Ich hab massive Probleme, aber mir geht's. Nils, komm zu uns. Wir sind hier. Fuck. Entkommen. The shadow begins. Ja, mir geht's wieder einigermaßen gut. Ja!
Ich werde wieder angreifen. Er ist fast tot. Aber ich auch. Hau lieber ab, statt dich killen zu lassen. Oder ich kann dich auf jeden Fall auch wiederbeleben. Oh, sind, okay, so, da kämpfen die oder sind sie gegen, alle gegen. Nee. Ach, du bist RBTV. Okay. Ich suche irgendwie die ganze Zeit nach Ellie oder so. Brauchst du noch irgendwas? Energie oder so? Ja, hier sind auch Gegner, Simon, ne? As new. Oh. Bist du hier bei mir? Ey, aber, oh, ich sehe die nicht. Ich, ist mein Hut wieder weg. Ach, ich glaube, das ist wegen der Tastenbelegung. Mit der Taste, mit der ich nach vorne renne, habe ich auch Hut ausblenden. Ede, willst du noch mal kommen? Oder hast du eine Rüstung? Nee, hast du nicht. Ne? Soll ich den Waffenkoffer? Ah, nee, es bringt mir was. Nee, alles gut, Simon. Der. Okay. So, ich muss kurz noch mal in die Steuerung rein hier. Komm, komm, komm. Hack ihn! Hack ihn! Ich hab ihn doch gleich gehackt! Ah, oh, fuck, wir werden beschossen, Ede. Das kann nicht sein. Ja! Ich kann doch jetzt nicht. Ich bin auf dem Weg zu. Oh, hier ist diese Ballista wieder. Soll ich dir mal helfen, Nils? Oh, ja, ja. Kein Problem. Du hast die Ballista schon komplett los, leer geschossen, ne? Oder irgendwer. Yes! Das ist doch befriedigend. Na, da kam ich eine Sekunde zu spät, aber nicht zu spät zum Looten. Ja, aber doch nicht jetzt hier alles. Das geht auch nicht. Das machen Sie doch nicht ernsthaft hier, lieber Freund. Aber du kommst original! Aber und ich nehme ja nicht alles. Ich nehme doch auch nur die kleinen Sachen. Seelenjade des Angriffs nehme ich mit. Siehst du, kannst alles haben. Hier ist so viel. Ach, Simon, ich freue mich, dass. Ist cool, oder? Also. Ah, nee, warte. Ach, jetzt ist der, der Nebel kommt. Ups, okay. Wir müssen uns auch mal mit Ede. Ja, Achtung, da kommt einer auf dich zu, Ede, glaube ich. Und zwar 180. Von meiner Sicht aus. Ach nee, du bist, der ist gar nicht da, wo du bist. Entschuldigung. Aber hier, wo ich hinlaufe, bei dieser Ballista, ist einer. Alter, das ist durch dein Herz. Das ist durch dein Herz. Ich höre dich doch hier. Mach mich doch irre, Alter. Was soll ich denn machen? Komm, zu zweit sind wir nahezu unbesiegbar. Wir sind ein Schwertsturm zu zweit. Okay, ich mache jetzt hier meinen Turbo. Da kann er nicht viel machen. Hoffe ich. Oh, ich wurde Oh, fuck, die hab ich tatsächlich gekillt, Alter. Ich auch. Das gibt's hier nicht. Die waren ja viel besser als wir. Mich. Ey, der sollte es nicht machen. Der lootet mich. Das ist nicht okay. Auf! Ah! Betritt den Seelenaltar, um dich wiederzubeleben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt. Okay. Ja. Können wir mal kurz auf mich schalten? Das ist super interessant. Jetzt bin ich ein Geist und muss hier zu diesen Lichtern, wo ich schon vorhin meinte, wofür die wohl sind. Und dann bin ich wieder da. Aber mein Loot ist weg, nehme ich mal an. Scheiße, laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe völlig falsch. Da muss ich lang. Oh, nee. Ja, tatsächlich andere Waffen. Weil ich. Juhu. Da lang. Lauf. Oh, zu viele hier bei mir. Shit, ist schon wieder tot. Ja, klar. Ey, das sind eindeutig keine Bots. Das sind eindeutig keine Bots, ne? Okay. Uns wurde im Chat gerade eben angeraten, diese verschiedenen Techniken zu lernen, wie Block und ähnlichem. Und Buttonmashen würde hier nichts bringen. Man kann blocken. Ja, blocken ist rechte Maus. Ach so. RB und LB. Oder, ja. Könnt ihr mich retten? Oder geht das nicht? Das geht schon, aber ehrlich gesagt. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Wo bist du denn? Wir müssen zu dir. Wie soll das gehen? Ja, ich weiß. Naja, indem ihr zu mir lauft. Wo bist du denn? Da, ach, da, jetzt sehe ich dich. Meine Alles Nummer klar, ist. Warte, was ist denn hier so laut? Der Sturm. Simon, ich oder bin gleich bei dir. Ich auch. 20 Meter. Es ist doch irgendein Untier, was das hier. Das ist super schön. Oh, okay, das schaffe ich noch. Und dann muss ich mich schnell noch reparieren. Vielleicht bleiben wir kurz hier noch. Nee, die Welt kommt. Nee. Okay, na gut. Was ist denn hier so laut? Ich höre es auch. Die Welt kommt. Oh, wir werden beschossen. Frechdachs. Was ist das? Boah, sie hat sich unsichtbar gemacht. Oh, ah.
Alter, wer ist denn da plötzlich? Was ich bin das, ein Riesending. Du bist das, du bist ja alle. Ich hab sie gegrabt, was kann ich jetzt machen? Werfen, hauen, jawoll. Und nicht gleich hinterher. Das hat super geklappt. Oh, oh, das ist schwierig. Eieieiei. Okay, mach's nicht mehr lang. Leute, ich mach's nicht mehr lang. Und da kommt schon, oh, ich muss abhauen. Ich kann mich nicht in diesem Kampf noch beteiligen. Shit. Das ist leider nicht möglich. Ich bin auch tot, leider. In dem Haus warte ich auf Rettung, aber das war ganz schön heftig gerade. Batz, Alter. Oh, vorbei. Scheiße. Ey, ich bin in dem kleinen Haus. Ich weiß, ihr habt alles zu tun, aber das ist nicht weit von dir entfernt. Ich glaube, das sind wieder NPCs. Ede? Vielleicht eine kleine Rettung? Nochmal. Was ist? Ich bin hier in dem Haus. Ich komme. Fast tot. Oh, oh, hier ist einer drin, ne? Ich bin hier immer noch. Okay. Es war schön. Da oben rauf. Oh, I feel decades younger. Okay, zack. Das brauche ich. Wieso will er das nicht haben? Bam! Oh, wie geil war das denn, ey? Das brauche ich. Okay. Das sieht gut aus. Ich bin wieder da. Freunde. Wenn ihr Hilfe braucht. Quattro Kill. Könnt ihr mir ruhig sagen. Was ist? Ich sag, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin jetzt wieder voller Einsatz, Elan. Da bist du ja. Das ist ja geil. Ja, sag ich doch. Ja, das ist ja schön für dich. Also für uns. Ich wollte gerade sagen. Also freu dich doch. Oh, geil. Sag mal, wisst ihr, ob die stacken, die Dinger, die, wenn man jetzt mehrere von der gleichen Seelenjade hat, stacken die? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Ich hätte gern mehr Slots in meinem Gepäck. Ach so, ich müsste mal, wie macht man das denn am PC hier so? Nee. Wie hält man die Waffe, Simon? Stacken, aber hab einen Max. Super, lieben Dank, lieber Chat. Waffenkoffer. Sie stacken, aber sie haben einen Max. Und R drücken oder halt benutzen. Also den Waffenkoffer. Nee, nee, einfach oben den Waffenkoffer. Ja, verwenden. Linke Maustaste. Nothing like the smell of und du kannst aber auch R drücken, wenn du die Waffe aktiviert hast und einen hast. Sehr gut. So, Nils, was ist jetzt? Phase? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin bei allem dabei. Ich nehme mal hier ein paar geile Seelensteine rein. The Awakening is here. Haben wir jetzt hier alle platt gemacht, oder was? Sieht so aus, ne? Mhm. Mir hat am besten gefallen, wie Ede mir das Leben gerettet hat. Ja, ich war selber fast tot. Ich musste mich heilen, sonst wäre ich tot gewesen. Dann wären wir jetzt beide tot. Ich weiß, das würde dir gefallen, aber den Gefallen konnte ich dir leider nicht tun. Was uns zu Nils bringt. So, wir können eigentlich hierbleiben, oder, Nils? Also, ja. Ich brauche noch irgendwie eine geile Waffe. Wir bleiben natürlich hier, klar. Sollen die noch zu uns kommen? Hier ist was Schurkiges, Etienne. Ich komme. Schurkensalat. Schurkensalat wird vernichtet. In this fight?
Die Vernichtung ist immanent, ey. Zack. Ich hab ihn vernichtet. Was? Yes, hab ihn! Ja, wir sind die krassen Vernichter. Kommt noch einer? Ich muss erstmal. Möglicherweise. Oh ja. Oh, eine geilere Waffe. Eine Quatschwaffe. Ja, ich brauche Hilfe, Nils. Oh ja, wo bist du? Da, ich komm zu dir, ich bin unterwegs. Achtung, hier ist noch irgendwo einer. Ja, da, direkt vor dir! Aber er ist, ich habe dich gerettet, ich fühle mich gut. Alter, wie krass ruhlen wir denn bitte? Wir sind echt die Ruler. Oh ja, Katana, das ist das, was ich. Nicht, dass wir gleich reported werden, das kann ja wirklich passieren. Ja. Ah, da war ein neues Katana. Ich habe hier so einen komischen Bug, das ist echt ein bisschen nervig. Du kommst mal raus und du kommst dann aber. Jawoll! Okay, gut. Wo bist du? Hier ist er doch bei dem Typen. Ja, ich komm zu dir. Ja, ich sehe schon, du benötigst große Hilfe. Hilfe ist da. Sehr gut. Alter, wie krass wir zerstören. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ist denn das die Possibility oder was? Ja, also, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe noch andere Menschennasen. Das hier ist ein Mensch, komm her. Wo? Ja, der kämpft gegen die Bots, glaube ich, hier, der Mensch. Hier, das müsste ein Mensch sein. Bist du bei mir? Hey, es ist einiges los. Achtung, Menschlichkeit ist aktiviert hier bei diesen Spielern. Wow. Oh, bist du das? Ja. Bist du der Riesenbär? Ich bin der Riese. Bam! Katan, ich hab ihn hier! Hilf mir! Der ist gleich weg, das ist ein Mensch! Yes! Yes! Smash! Ich muss mal eben. Hast du das gesehen? Ich hab die alle in den Boden gestopft. Ja gut, ich bin begeistert. Ich bin begeistert! Ich glaube, wir haben's richtig gut gemacht. Ich glaube auch. As strong as my heart. Ich erwarte eine Beförderung. Irgendwas laut, daran, irgendwas deine, laut. Deine Waffen auch ab und zu mal genau. Reparieren muss. Combat ready once more. Okay. Wer ist auf der Ballista? Da ist einer auf der Ballista, Nils. Oh. Hinten, wo die Ballista ist. Könnte jetzt hier über die Schienen gleich zu uns kommen. Oh ja, aber dann machen wir ihn tot. Wir müssen abhauen, mein Freund. Ja, wohin? Wohin? In den Kreis. Ich laufe dir hinterher. Ja, ich bin der Meinung, dass das immer eine gute Idee ist. Da ist eine Riesenkiste, Alter. Ja, kann man was kaufen. Entschuldigung. Verzeih dir. Ich hab so einen komischen Bug. Das ist. So. Das tut mir leid. Ey, komm, vergiss die Kiste. Schnell weg. Hier runter, ne? Bist du. Ja. Ich hänge. Ich hänge. Oh, nein, ich bin runtergefallen. Ich komme. Okay, hier sieht's gut aus. Nein, der Haken war dumm. Du kannst immer springen, genau. Das ist ja der Haken. Wir sitzen hier relativ gut. Uns geht's gut. Ich glaube, alles ist in Ordnung soweit. Oh. So. Ein Langschwerter Gaunert. Schatzsuche. Sehr geil. Finde und öffne bestimmte Truhen. Oh, hier gibt's Action. Action-Bereich, kommst du zu mir? Ja. Hier wird richtig geknüppelt. Ich werde von zwei Leuten direkt angeknüppelt. Und komm. Ich benötige sozusagen eine. Drei Leute, ich korrigiere, es sind drei Leute. Sie haben mich mit dem Haken gehakt. Oh, sie sind richtig hart. Okay, Alter, sind die krass. Das ging sehr schnell. Im Fluchtbereich einziehen. Okay, Alter, ich bin tot. Die haben mich so schnell gekillt. Alter, wow. Die Swaffeln mich an, ey. Okay, ich hab
Ich weiß nicht mal, was gerade passiert ist. Wir waren leider, wir sind die Zweiten, aber wir sind Zweiter geworden. Das war die Final Crew oder was? Ja, das waren echte Spieler. Wir hatten echte Spieler, Bots, echte Spieler. Okay. Aber warum sehen wir uns denn nicht? Und warum seid ihr alle, habt ihr asiatische Namen? Das sind wir doch nicht. Chinesische irgendwas. Das sind wir ja nicht. Das sind die echten wieder. Okay, das erklärt. Ich dachte irgendwie, die zeigen uns wenigstens, wie wir abgeschnitten haben. Nee, das ist der Feind. Ja gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Spot. Gerne. Ich gehe mir die Nase putzen und dann geht's hier gleich weiter mit der nächsten Runde. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Ich habe sie auch im Griff. Hattest du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein. Dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst du dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. Ja nun, da sind wir wieder. Und spielen weiter. Wir sind Zweiter geworden, Rang 2. Aber wir haben auch eben ganz schön auf den Sack gekriegt von den finalen Typen. Da hat man gesehen, was möglich ist, ne? Einiges. Ja, man muss das, glaube ich, alles schon ein bisschen taktischer angehen. Aber es war auch aus meiner Perspektive, der zugeguckt hat, ein einziger Ball aus Schwertern und Schmerzen und Blutfetzen und Klamotten. Da hat keiner überlebt. Okay. Wir machen weiter, ne? Okay, dann gehe ich mal direkt wieder ins Spiel. Ich bin bereit. Wobei, ich möchte auch mal einen anderen Charakter wählen. Ihr hattet eben, du hattest ja so ein abgefahrenes Ultra. Das würde ich eigentlich sowas in der Art auch gerne mal ausprobieren. Wer hatte denn noch keiner von euch? Was meinst du? Also ich hatte den Mönch Tianhai. Okay. Ja. Hatte jemand schon... Ach, den hatte Simon. Ich probiere mal Kurumi. Hatte schon jemand Matari? Ja, früher als Kind, ein 2600er. Nee, hatte ich nicht. Also Viper ist super schnell. Das hat Bock gemacht, mit ihr zu spielen. Ich nehme Yoto Haimi einfach hier. Ist egal. So, ich bin auch ready. Ich nehme jetzt auch mal jemand anderen. Dann kann einer von euch den Mönch nehmen. Wen hast du jetzt, Nils? Hier, die mit dem Spitzhut. Und Kurumi? Nee, da unten die. Yoto Hime. Spitzhutfrau. Und wen nimmst du, Simon? Ich hab, wie heißt sie? Ich mach schon mal bereit. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Hier ist es nicht Sailor Moon. Das ist ja eh egal, das ist ja noch gar nicht die Auswahl. So, machen wir wieder schnelles Match oder was? Ja, ne? Ja, logisch. Oh, wir können danach können wir auch die Superkiste öffnen, glaube ich. Endlich! Ja, da bin ich mal gespannt. Da kriegt wahrscheinlich jeder geilen Shit. Und dann macht's gleich mehr Bock danach. So. Geht's los? Geht los. So, jetzt kann man wählen. Ich bin auch gespannt, ab Stufe 4 kann man ja auch Talente freischalten. Bin mal gespannt, was das genau bedeutet. Kurumi werde ich spielen. Ich nehme jetzt Matari. Wo wollt ihr hin? Wollen wir mal im Norden in diese Sonnenflügelstätte? Oh, okay. Sieht gut aus, ne? Das ist wahrscheinlich direkt Action. Was man hier einsammelt, behält man das eigentlich? Das wirkt so komisch, dass man hier schon irgendeinen Kram einsammeln kann.
Das, ne, das glaube ich nicht. Das ist wie bei allen Battle Royals. Nee, ne? Dass, man, dass das einfach neu wird. Ach, das ist nur, damit man so greifhakenmäßig ein bisschen rumfliegen kann. Okay. Das ist schon cool, diese Geschichte mit dem Haken. Tja. Hallo? Jetzt macht die hier voll den Ärger. Eieieiei, ei Karamba, sag mal. Das ist ja nicht geil. Karamba. Lalalala. Guck dir das an! Ah, aus der Luft beinahe. Ich habe aber das Gefühl, der Greifhaken, den man hier hat, der ist länger. Der zeigt quasi, wie weit man es schaffen könnte. Im Spiel ist der nämlich nicht so lang. Oh, Alter, wie sehen die denn aus? Seht ihr dieses fetzige Trio hier? Guck mal. Ich schau mal. Seht ihr den Typen? Pinky, Gelby und Türkisi. Ja, die sind gut, wie die Blue Man Group, nur mit ganz anderen Farben. Ja, ey. Und der eine die hat so eine lustige Sachen. Der Gelbe hat so eine lustige Gesichtsbeule. Der hat so ein dickes Stirn. Ein sehr markantes Stirn, das finde ich gut. Die haben es gut gemacht. Okay, wir sind die Female Squad auf jeden Fall. Das Frauensquad. Alright, alright, alright. So, let's sammeln. Let's go. Ich finde es geil, wie man hier einfach wirklich überall hochkrabbeln kann. Man ist hier sehr mobil in diesem Spiel. Ihr sammelt auch einfach alles auf, oder? Erstmal ja. Ja, das ist doch jetzt mega dumm gelaufen. Und das Knochen? Jetzt geh doch mal, Alter. So. Das ist krass, ne? Das ist wirklich, das ist ein riesiges Gelenk hier. Ist einfach, da liegt jemand. Ja, überleg mal, wem das gehört haben muss. Das müssen gigantische Kreaturen das gewesen geil. Sein. Geil. Oh, ich mag die optische Lore sozusagen. Den Style. Die Evox haben hier gelebt, offensichtlich. Aber das war nicht die Evox. Alter, bin ich der Schlechteste? Ja. Einfach ja. Sorry. Konsequent ja. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Unter Freunden muss man ehrlich sein. Es kam so schnell. In solchen Momenten wünscht man sich einfach auch Unterstützung und nicht Hebel. Ich weiß nicht, wo es herkam. Ich weiß nicht, wo es herkam. Ich sag's, es ist ganz tief drinne. It's like I said. Good things always happen to geniuses. Ich hab am liebsten einen Katana. Ich bin ein Freund des Großschwertes und diese Kanone finde ich toll. Hier ist wieder so eine Quest oder sowas. Kopfgeld, besiege einen bestimmten Spielcharakter. Ich nehm's einfach mal an. Was soll schon schief gehen? Besiege Sandro. 5 Minuten. Ja, der ist gerade bei der Winch im Set, glaube ich. Kannst du nur hingehen. Yes. Oh, ich kann jetzt keine Quests mehr annehmen. Wir haben also eine Quest immer nur. Wollen wir mal hinlaufen zu dem? Ich hab mich schön vergiftet. Eventuell bin ich gleich tot. Also mit der Maus kann man es schon besser mit den Menüs und so. Ne? Ich finde die Maus bisher imbar. Ich glaube nicht, dass man so schnell mit dem Controller sein kann. Kann man denn auch was markieren für euch? Ich würde gerne irgendwas. Ja. Ah, ich habe was markiert. Da ist Krimskrams für euch, den ihr wahrscheinlich gebrauchen könnt. Hm. Ich habe das Gefühl, er reagiert nicht immer sofort drauf, wenn man die Waffe wechselt mit dem Pad. Hier ist der Anführer, den ich, glaube ich, killen muss. Da hinten seid ihr. Oh ja. Ich glaube, das ist ein NPC. Ja, umso besser, ne? Ja, schön. Oh ja, geil. Geiler Scheiß, das will ich alles haben. Not the first, not the last. Na, ich suche nur eine ordentliche Rüstung. Der habe ich irgendwie noch nichts Gutes. Alter, ich werde schon wieder angegriffen hier. Was soll denn das? Hast dir das nicht gefallen? Nils. Oh, hier ist einer. Nee, das bist ja du. Ich bitte, ich bitte Sie. Leute, ich bin gleich tot. Sie kennen mich. Ede, warum? Du bist auch sehr weit weg. Ich bin da, wo wir gestartet sind, immer noch. Ihr seid weggegangen. Ja, klar. Looten. In den Statuten steht Looten. Okay, ich bin tot. Ja, soll ich jetzt hier mit dem kämpfen oder was? Na gut, komm, versuchen wir es mal. Oh Mann, auch noch von außen beschossen. Kann ich jemanden retten? Komm, Nils? Nee, ich werde ja selbst geschossen. Ja, du musst. Ja, warte, ich komm. Wo bist du? Nee, Nils, da ist. Zwei Charaktere sind dazwischen, ne? Ja, sind noch mehr. Ist nur egal. Ja, okay, komm zu dir. Also ja, ich brauch da gar nicht hingehen. Ich hab's leider nicht genug. Ich komm zu dir. Ich mach dich einfach. Ich rette dich. Cool.
Musst du aber auch machen, nicht nur sagen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich schlawiner mich da an den Bäumen vorbei. Ja, ich kann ja gerne helfen. Die sind im Krieg mit NPCs auf jeden Fall gerade. The shadow will shortly begin to spread. Shit, gleich geht's los. Bait for the top to Chimikado. Boah, du bist so auf jeden Fall auch gerne. Achtung. Warte, Nils. Wie lange dauert das denn noch? Ich seh nix. Achtung. Yeah, da bin ich. Er ist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Mit seinem Katana. Katana der rum. Er ist gar nicht dumm. Katana-Mann. Weil er mit dem Katana kann. Wechsel doch die Waffe, bitte. Das sind NPCs, wo die rumlaufen. Alter, wechsel doch die Waffe, Mann. Only fools die young. Oh, fuck. Yeah. Und noch so eine Beere. Hier bei mir ist ein heiliger Heilkreis. Vielleicht wollt ihr da rein. Ich merke gerade, das könnte euch gut tun. Ein heiliger Heilkreis? Ja, da wo ich bin, quasi einfach reinkommen. Achtung, da ist ein Gegner. Okay, ich schlawiner mich zu ihm. Ich bin wieder jetzt. Katana halt. Ja. Maus und Tastatur umgestiegen. Und dann geht ihr einfach abhauen. Ja. Auf der Flucht in den Rücken geschossen. Völlig zu Recht. Warte mal, ich kann irgendwas zaubern bei dir. Ist was passiert? Habe ich dich gerade... Ich hab so ein Seil an mir dran. Ja, das ist ja geil. Was kann ich damit machen? Okay, da kann ich quasi zu dir. Ich kann mich zu dir beamen. Das ist ja interessant. Ready to fight, fight, fight! So, was machen wir jetzt hier? Geht's hier weiter oder? Hat jemand noch. Ah, nee, ich hab Selbstrüstungspulver. Was brauchst du? Nee, ich glaube, ich hab's. Ah, hier sind ja noch Seelensteine. Braucht noch irgendjemand was? Kannst du mal hier, was ist das? Ich kann dich heilen. Alter. LP-Regeneration. Oh, das hätte ich bei dir lieber machen sollen, verdammt. Ein paar Sekunden mach ich's nochmal. Dann geb ich's dir. Edles Versteck öffnet sich in 10 Sekunden. Ja, lass uns ins edle Versteck gehen. Achtung, Energie! Ah, ich spende dir so gerne Leben. Ich habe mein Ulti auch ready. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber ich hab's ready. Uli. So, edles Versteck Uli. Ist activated. Ich glaube, ist das dieser orangene Punkt da auf der Map unter uns? Mal gucken, ne? Hier? Hier müsste es sein. Wir müssen auch. Hier ist das diese. Nee, das ist bald mal los. Ne? Oh, doch, ja, das ist hier edles Versteck. Überraschung. Da, ich hab's markiert. Genau dahin. Wollen wir dahin? Ja, klar. Da will ja jetzt jeder hin, nehme ich an. Wir müssen hier hoch, ne? Hier ist noch eine Kaufkiste. Braucht irgendjemand was? Is that what I think it is? Oh, I'm so excited. Warum hat er das nicht genommen? Kann sich der gute Link mal ein Beispiel nehmen? Oh, nehmen nimm doch mal die Scheiße. Vorsicht hier bei euch. Wo? Ich habe alles falsch gemacht gerade. Wo seid ihr? Da oben. Komme. Ein frecher NPC. Hab ich diese geile Jade gekauft? Nee, ich hol die. Ich muss die holen. Au. Ja, schieß doch. Ich hab keinen Bock, ja, das bist ja die auseinanderzusetzen. Benjamin Blümchen. Ist der jetzt weg, dieser NPC? Dieser freche? Nee, da unten ist noch einer. Wer ist denn hier wer jetzt eigentlich? Von Zahlen her, ich bin 3, oder? Das da ist ein fieser NPC. Achso, das meinst du. Alter. Zack. Achtung, Kreis. Ah! Ja. Der Kreis ist heiß. Ah! Achtung. Ui. Das ist ja ganz geil. Ich glaube, ich habe hier echt coole Fähigkeiten gefunden. Ich kann mich immer bei euch so einhacken und euch helfen oder mich hier hinbeamen. Ich immer bei euch. Ja, schnell mal abhauen. Oh, das Ding ist jetzt leider nicht mehr erreichbar für uns. Alter, wieso klettert ihr denn nicht? Wieso kletterst du nicht? Kommt, Leute, ihr schafft es. Oh, das war dumm.
Ich gebe mir so viel Mühe zu rennen. Wie sieht's aus, Jungs? Oh, shit, ey. Das war richtig schlecht, aber ich habe überlebt. Ich auch. Aber hier vor mir sind Gegner. Denkt erstmal ans Heilen wieder. Sturdy again. How luxurious. Das war auch dumm. Aha. It looks much better like this. Nee. Mhm. Es gibt schöne Monster Hunter Vibes, wenn man hier die Waffen schleifen muss, ey. Okay, ich laufe auf euch zu. Nicht schießen. Da ist jemand bei euch, oder? Seht ihr? Ja, da wird schon gekämpft. Oh, shit. Hilfe! Ich komme! Ede, oh, ich helfe dir. Mit ein bisschen. Oh Mann, hier! Das geht gar nicht. Achtung, ich mach hier noch bei uns einen Heilkreis hin. Auf Rettung, ich mach bei uns einen Heilkreis hin. Halt er dich? Ja, ich bin tot. Nee, ich. Ja, aber. Nee, es klappt nicht. Kann. Nils, kannst du ihn mal heilen? Bin ja gerade mit dem Ballern. Und ich bin schlagen. Am. Ich komm. Los, ich komm. Ich hab auch nicht mehr viel. Nur noch 20 Meter, dann bin ich bei dir. Da. Wo bist du denn? Direkt mit dir. Nee, ich meinte Nils. Ja, ich. Ja, ich bin jetzt auch tot. Da hat Eddie wieder belebt. Was hab ich gemacht? Könnt ihr mich nochmal holen? Au, au. Ja, warte, ich bin mitten im Kampf hier. Ede, kannst du mich? Ja. Nee, halt. Alter, ich komme hier nicht mehr runter. Wo bist du denn? Hallo. Oh, Alter, die schießt auf uns. Okay, ich kann mich. Alter, hier sind zu viele. Ich bin auch tot. Ich hab dich, Simon. Nope, so viel zum Thema. Okay, das geht nicht. Das sind drei Stück. Mindestens ja, das halt. Oder zwei und ein NPC. Ich raff noch nicht so ganz, wir waren nicht NPC nah genug erkennt. Beieinander, glaube ich. Die laufen auch immer alle zu dritt rum. Woran erkennt man NPC und woran erkennt man einen echten? Oh, die ist meinem Wirbelwind ausgewichen! Gibt's denn jetzt noch irgendeine Möglichkeit für mich zurückzukommen? Nee. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht! Jetzt hör doch auf, das gibt's doch nicht! Wenn du das ein spezielles Item hast. Wenn du ein spezielles Item hast, kannst du dich so wiederbeleben, aber das musst du halt irgendwie sammeln oder kaufen und ja. So. Habt ihr das gesehen, wie die mich gerade vom Boden gewischt hat? Nee, wir waren tot. Oh ja. Die hat mich einfach gerade so richtig gefeudelt. Bist du jetzt auch tot oder was? Nee, sie hat mich zu ihrem Haustier gemacht. Nee, aber eigentlich komisch, weil ich sehe jetzt drei andere, aber wir wollen denen ja nicht zugucken, ne? Also, ich sehe einen Sack aus, Nils. Okay. Nur aus der Lobby raus. Dann gehen wir da mal raus. Alter Schwede. Zurück zum Home. Wir müssen, glaube ich, näher zusammenbleiben. Das war eben auf jeden Fall ein Problem. Bist du jetzt zurück zu Home oder was? Ich ja. Wollten wir es nicht? Ich dachte, das wollten wir. Okay, Stufe 4, das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich auch endlich mal meine Perks hier irgendwie, die Talente aktivieren. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Talente. Aktivier die Talente. Was habe ich denn da? Eine Glyphentafel? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Ah. Jetzt ist Kostüm für mich. Das ist das, was ich eben hatte. Das ist ganz interessant, diese komische Verbindung. Das hätte ich besser benutzen können, um euch zu helfen. Geil wäre auch, wenn ich so ein Item hätte zur Wiederbelebung. Debuffs läutern, Kreis ist instabil, wird leicht beeinflusst. Hm, okay. Was ist das jetzt hier? Das ist interessant auf jeden Fall. Ihr könnt euch Belohnungen abholen, wenn ihr oben, jetzt bin ich nämlich auch Stufe 4, wenn ihr auf Flut oben rechts geht und dann auf Quests, könnt ihr euch Belohnungen holen. Shit, Stufe 6. Okay, das werden wir gleich auch mal machen, ja. Mhm. Ah, jetzt habe ich nämlich die dicke Kiste gekriegt, Leute. Und die macht der Papa jetzt nämlich mal auf. Aber er ist nämlich hier noch mehr. Guckt der erste Schritt ist das, oder?
Nee. So. Schön, schön. Wo ist jetzt noch die Kiste? Wo sind denn die im Schatzpavillon, Ede, oder wo? Die Kiste? Nee. Die Kiste ist der erste Schritt, ja. Zimmer öffnen. Geil. Der Chat will unbedingt, dass du dein HUD umstellst. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wie. Geil. Ich bin irgendwie schon Level, was? Bin ich hier 7 oder so? Stufe 7, ja. Stufe 7, dann kannst du aber auch noch bei deinen Perks was ändern, ne? Kannst du auf jeden Fall noch was hier bei den Talenten ändern. Ich mach erst noch meinen Schatz auf, ja? Wir gucken uns den mal zusammen an. Aber bist du wirklich Stufe 6 oder? Weil dann hättest 7. du schon 7. Dann kannst du schon diese, bei dieser Glyphentafel, kannst du Glyphen benutzen. Das ist super interessant, das ist ganz viel, nochmal extra. Warum sollte man den jetzt einmal öffnen, wenn man ihn 10-mal öffnen kann? Aha. Ja, ich hab nicht genug Gold. Der Inhalt in der unteren was? Glaube ich, kann das noch nicht aufmachen. Why take billions when we can take millions? Ah, da kommt das. Leute, seht ihr das? Ja. Oh, was habe ich jetzt? Wow. Ach, Gott, und jetzt bei mir, Achtung, ich krieg auch gerade ein neues Outfit. Nochmal öffnen. Nee, geht nicht mehr. Okay. Ging nur einmal. Aber immerhin. Immerhin ganz schön gut. Okay, ich bin auch ready. So, jetzt sagtest du Talente, meinst du, Simon, ne? Du, ja, also, genau, geh mal am besten Regie, schaltet mal bitte auf Nils. Genau, hier hast du schon diese Glyphen. Und da kannst du jetzt welche ausrüsten. Oder freischalten mit Punkten oder Geld. Du hast aber, glaube ich, nicht genug Punkte. Ja, genau, mach die mal, das ist sehr interessant. Dass man da, ich finde das cool, dass man da irgendwie so viel Kram hat. Oh, was ist denn Talente? Das habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Das genau. Das ist die, da kannst du dir die Wendigkeit auswählen oder so. Nils, du kannst ja nur eine Sache im Moment reinmachen. Ich würde einfach überall die eine Glyphe reinbauen. Luna-Wendigkeit. Also quasi, ja, aber welche ist das? Ursprungsgeist. Was? Wendigkeit und. Hier bei meinem Supermönch. Mal gucken, was der so kann. Du musst Glyphentafel freischalten. Aha, der hat noch gar keine. Wieso hat er keine? Okay. Da muss man erstmal echt hintersteigen, was man da alles machen kann, ne? Es gibt schon viel. Interessant. Na, ich glaube, ich probiere mal Matari. Hat die jemand schon mal probiert von euch? Ja, eben. Oh, okay. Glaube ich, dass ich die hatte. Dann bleibe ich erstmal bei der. Luna Intuition, die LP-Balken von Gegnern bleiben länger sichtbar. Na, das so hilfreich ist. Naja. Na komm. Aber das ist ja ein sehr, sehr komplexes Kampfsystem. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich sag ja, kann man sich richtig reinfuchsen, ne? Kannst auch hier unten einfach automatisch zuweisen. Dann habe ich hier noch Glyphen. Ich drehe durch, Alter. Jetzt, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist echt krass. Das ist schon echt. Dafür sind diese komische Währung. Grausamkeit, Beharrlichkeit. Energieverlust im Steingrab, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Dann lebt man länger, wenn man tot ist. Hm, der letzte Satz war ein bisschen komisch. Ich mache hier einfach aufsteigen. Why not? So. Ich glaube, wir machen mal weiter. Ne? Ready, genau. Ist aber, war jetzt auch mal nötig, sich einmal so ein bisschen einzulesen in den Kram. Wenn ihr auf Mails geht, übrigens, ja, auch nochmal ordentlich einsammeln. Boah, jetzt bin ich nämlich schon Stufe 8. Boah. Wo? Und noch ein unsterblicher Schatz. Oben rechts auf den Briefumschlag und dann alles einsammeln. Ah. Oder alles auswählen. Das ist nämlich auch noch mal ein bisschen. Oh, alter Schwede. Level 8. Stufenaufstieg. Oh, noch einen unsterblichen Schatz. Und Spektralseide. Alter, Spektralseide. Boah. I know the power. Das heißt, ich kann, doch kein Schatz mehr.
Boah, das ist ja echt krass. Mit wen hatte ich denn das Kostüm für sie hier? Nee. Ich hatte doch für irgendwen so ein Kostümchen bekommen. Ich weiß nicht mehr, für welche Kämpferin. Okay. Alter Schwede. Das ist schon ganz schön umfangreich. Ja. Das ist doch gut. Schön was zum Reinfuchsen. Ja. Ah ja, hier, guck mal hier. Ich habe nämlich ein neues Outfit hier. Das ist aber amtlich. Die nehme ich jetzt direkt mal. Sehr gut. So, ich habe nämlich jetzt eine wunderschöne Matari. Und mit der gehe ich jetzt mal direkt los. Ach, hier noch ein nächstes Talent. Oh, geil. Ursprung. Ja, mega. Ah, nee, da muss ich zwei Upgrade. Ich habe auch Spektralseide gekriegt jetzt. Falls euch das interessiert. Alter, Leute, ich bin aufgestiegen. Alter, wie geil bin ich denn? Ich habe eine maximale Stufe erreicht bei Ursprung Geist. Okay. Ja, ist das nicht geil? Das ist super cool. Ja, sei doch mal ehrlich, bitte. Stufe 5, das ist ja mega geil. Wollen wir denn das spielen? Möchte ich haben. Jetzt mal? Nochmal? Habt ihr das auch gemacht? Ihr wisst, dass ihr upgraden könnt, ne? Ja, mach ich gerade. Die Glyphen, meint ihr? Nee, ja. Das habe ich noch oben auf gemerkt. Talente also gehst. Ich gehe hier auf Upgrade einfach. Oh. Das ist gar nicht so unwichtig, glaube ich mal. Zumindest, ja, einzeln die Talente immer ganz oben nach oben bringen, bis irgendwann der Kram durch ist, ne? Bis man keine Punkte mehr hat. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles gemacht, was man machen kann. So, ich habe auch das Gefühl, jetzt habe ich auch wirklich alles gemacht. So, dann macht mal bereit, dann kann ich nämlich starten. Okay, Sir. Ah. Okay, Leute, jetzt geht's los. Jetzt habt ihr wenigstens mal gesehen, was man hier alles machen kann. Nils? Ja, warte. Okay. Yeah, yeah, Leute, ich bin dabei. Das wird super. Schön finde ich, dass die Greifhaken-Distanz jetzt hier auch langsam erhöht wird. Ja. Die kann gerade, wenn man vom Ring verfolgt wird, kann die enorm viel bringen, habe ich gemerkt. Oh, die Leute sagen, wir sollen den anderen Modus machen. Zu spät. Machen wir danach. Als nächstes machen wir dann nochmal den anderen Modus, ja. So, ich nehme wieder den Mönch, Tian Hai. Wo möchten wir hin? Wollen wir mal in Westen? Mach doch, in Westen. Ja, hier. Sehr gut. Oh, was ist so weit weg? Na gut. Ja, mal ein bisschen was zu tun, wenigstens. Es wäre aber auch komisch, wenn man hier aus dem Flugzeug abspringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde keinen Sinn machen. Aber sag mal ehrlich, wie findet ihr mein wunderschönes Outfit? Also ihr seid bestimmt ein bisschen... Ich sehe das ja gar nicht. Bitte? Ach, von eben, ja. Wenn wir uns sehen, werde ich dich... Du bist so eine richtige Frau, ne? Du willst dann von mir aber auch zu deinen Klamotten beglückwünscht werden. Ich sehe dich, ich komme zu dir. Achtung! Achtung! Nice. Du siehst aber toll aus. Na, du kannst es aber auch tragen, Nils. Ich kann das ja nicht tragen, bei meinem Hintern. Ich meine Simon, nicht die Frau. Und drauf. Also, was ich echt ziemlich imposant finde, ist, dass man überall hin kann. Also man ist wirklich mega mobil in dem Spiel. Ja, das ist cool gemacht. Es gibt sehr viel so Upgrades, sowohl kosmetisch als auch inhaltlich. Und so wie ich gerade vernichtet wurde, zeigt es mir, dass man auch gameplay-technisch einiges erleben kann hier. Dann hauen wir uns mal in eine weitere Session. In einem Frauentrio. Drei Engel für Charlie. Ach nein, du bist mittlerweile. Ich bin Charlie. Zwei Engel und Charlie. Zwei Engel und Charlie, das neue Prequel. Hey, könnte man tatsächlich machen. Das wäre jetzt auch nicht total verkehrt. Würde keiner sagen, nein. Ich finde übrigens auch, dass das sehr gut zu einem chinesischen Kung-Fu-Kämpfer passt, oder? Charlie. Darf man das? Ja, aber ich stimme dir zu. Luti Lutensen, Leute. Ich loote hier irgendwas. Geht ach, weg. Hier ist ein Auftrag. Alle weg von meinem Loot, bitte. Wenn ihr Loot findet, ist der vermutlich mir. Ich achte drauf. Ich kann dich verzaubern. Von hier, Nils. Das würde mich so glücklich machen. Weil... Mein andermal. Später. Wollen wir das Kopfgeld annehmen?
Ja, zusammen. Immer aber nur, wenn wir da noch wirklich dahin gehen, und zwar alle. Ja, dann sonst passiert los, das ja jetzt alle. Vorhin. Müssen wir in diesen roten Bereich? Ist da das Kopfgeld? Ja, aber wollen wir nicht erstmal uns equippen, bevor wir irgendwas annehmen, Leute? Das also, Kopfgeld hat nur 4,5 Minuten und deswegen, der hat ja auch noch nichts. Ja, mach so. Was du machst. Also ich hier ist es. Ja, los, kommt. Hier ist okay. Er. So, Moment. Oh, der ist ja wirklich direkt bei uns. Ja, geil, ich seh's. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich hab einen richtig geilen Scheiß. Direkt vor mir. Ja, ich bin auch bei dir. Ja, sie hat, glaube ich, oh doch, sie hat ein Schwert. Das ist auf jeden Fall mehr als ich habe. Länger auch. Achso, bist du bei ihr oder bin ich bei ihr? Ja, du musst zu mir, auch da, wo ich bin. Ich komme gleich da. Vielleicht sind das ja auch mehrere, aber scheint nur einer zu sein, ne? Alter. Jawoll! Haben wir? First win. Yes, nice. Haben wir jetzt irgendwas Geiles? Da ist ein Katana, wenn du willst. Aber ich meine, haben wir. Ich brauche eine Rüstung. Wie du einfach alles weggesaugt hast. Ja. Ich brauche eine Rüstung. Ach, war da keine dabei? Ich weiß nicht, ich konnte nicht alles nehmen. Ja. Ah, hier kommt jemand. Achtung, neuer Loot ist auf dem Weg. Ah, au, au, Alter, au, au, au. Ich wurde richtig. Ja, ja. Ich brauche dringend Hilfe, ich bin gleich tot. Ja, ich bin bei dir. Ich kann aber leider, ich brauche noch 7 Sekunden, bis ich dich heilen kann. Hilfe. Okay. Ich komme zu dir. Ach, du hast dich schon geheilt. Können wir das schaffen? Sag doch was. So. Easy. Wenn ihr eine Rüstung findet. Oder einfach alles auch nehmen. Keine Rüstung. Ja, ich hätte auch keine Rüstung, auf jeden Fall. Hier ist nicht so, so geil. Loot. Ich stehe hier schon über dem Loot und dann kommt einfach einer angesprungen und schnappt ihn vor der Nase weg. Das ist. Das habt ihr doch eben gerade genauso auch gemacht. Richtige Gierlatze. Das ist unglaublich. Alter, das aus deinem Mund oder was? Ja, es ist echt ein bisschen. Ja, anstatt zu sagen, so, oh, da ist ja schon einer. Sagen, Nils. Aber ich gönn's euch ja. Euch beiden. Hier ist noch was, hier vorne im Haus. Es ist ein bisschen nervig, dass man so wenig nur nehmen kann. Du kannst ja dein Inventory erweitern, boah, aber dementsprechend. Ja, durch Items. Irgendwas hört man hier die ganze Zeit, ey. Ich habe immer noch keine Rüstung. Ihr? Wer schießt denn da die ganze Zeit eigentlich? Ach, der Typ, ey. Einer, aber nur so eine schlechte. Oh, und das. Ey, ich bin fast tot, Leute. Ey, ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ihr kämpft. Ich bin tot. Scheiße. Okay, der hat sich einfach geduckt und ich habe mit jedem Schlag über ihn geschlagen. 100 Meter noch entfernt. Simon? Ja, ich bin auf dem Weg. Nils, willst du ihn ablenken? Und dann kann ja, ich drei Leute. Ich bin dabei. Okay, ich hole dich. Ich hab dich fast. So, wie kann ich dich wiederbeleben? Rettung. Geil. So, Nils, komm zu mir. Ja, ich bin im One-on-One mit einem Menschen. Ich meine, weil da kann ich hier so einen Heilkreis hinmachen. Ich mach hier bei mir einen Heilkreis. Ede, bleib hier. Yes! Dann kann man erstmal hier rausschießen. Und wenn sie reinkommen, müsst ihr sie umbremsen. Hier, ich habe hier gut Schrotflinte. Ich kann hier richtig springen. Reicht's mir aber hier. Ey, was? Ich bin raus. Alter! Da kommt ihr einfach hier mit sowas. Ich gebe dir Schutz mit meinem Schild. Das ist geil mit dem Greifhaken, Leute. Das ist geil mit dem Greifhaken. Bist du das? Ja. Alter, wie greife ich denn? Ich glaube, ich habe einen sehr guten Rüstung gefunden, falls ihr eine braucht. Ach, lieber so. It was not to be this time. Ah, endlich eine Rüstung, ey. Nils, brauchst dich nicht heilen, ich kann dich heilen. Warte mal, wo bist du? Ja. Ja, warum hat das nicht ge. Ja, kommt einer angeschlichen. Oh. Autsch.
Alter. Jawohl! Sehr gut. So, wer ist denn hier? Wo ist denn Danny? Es ist teilweise ein bisschen schwer. Da, hat geklappt? Ja. Geil. Now I can come. Das ist richtig schweißtreibend manchmal. Irgendwas ist laut. Ja, ich höre. Ist das eigentlich immer da für ein Regenschirm, der da erscheint, ey? Den könnt ihr benutzen. Ich weiß aber nicht wie. Ich kann mich da hinzaubern und eigentlich kann er auch heilen. Captain breitet sich aus. Ich glaube, das ist das Geräusch. Ja, wir sind voll im Kreis, wir sind richtig gut. Wenn jemand von euch energiemäßig Hilfe braucht, kurzfristig, soll das echt sagen, weil dann kann ich oft was machen. Ich kann das ja aus der Ferne machen. Upgrade für Waffentasche, geil. Jetzt macht er jetzt genau das, was er eben nicht wollte, ey. Sag's. Alter, das bin ich gar nicht. Ich stehe ganz weit weg von dir. Ja, dann ist das der Feind, dann ist das der Simon. Was? Wieso? Ich wollte doch. Ach so, du meinst jetzt dieses. Ja, ja. Nein, alles gut, Mann. Wir looten eh alle gegenseitig. Ja, ich bin eigentlich auch fast voll schon. Also ich bin relativ entspannt sogar. Oh, hier, das nehme ich. Das ist geil. Oh, eine epische Rüstung hätte ich gerne. So. Hab ich sie jetzt? Hey, wer hat die epische Rüstung mir gerade weggenommen? Das war Nils. Nils, dein Ernst? Das war der epische Nils. Ich hatte die schon angeklickt, Alter. Willst du mich verarschen? Was? Alter, du bist so krass. Nix was denn. Was? Laber mich nicht voll, ey. Dich rette ich nicht, wenn du angegriffen wirst. Ich hab dich schon zweimal gerettet. Ja. Das ist so krass, Alter. Ich hatte die schon angeklickt, ey. Aber ist doch gut, da hat er halt als einziger 4 Rüstungsteile. Nee, weil er immer, wenn es gegen ihn geht, dann denkt er immer so. Ist so lächerlich. Gerade sagst du, ja, kein Problem, wir looten ihr alle zusammen. Ja, aber doch, mach ich die schon angeklickt, Alter. Dann ist es wieder ein Problem. Sachen, die immer nur bei mir. Alter. Immer nur bei mir. Die Selbstwahrnehmung von dir ist absolut crazy. Kein Problem. Nee, mich lässt du mal schön raus jetzt hier. Absolut crazy. Ich geh jetzt auf den Baum. Ich bin längst schon auf dem Baum. Mein Baum. Hör auf meinen Ihr Baum könnt mich suchen. Mal. Ich bin alleine hier auf dem Baum. Ihr sagt mal Bescheid, wenn einer kommt. Ernsthaft. Alter, ich glaub's ja nicht. Du hast denselben Baum wie ich, Nils. Es sind 100 Bäume hier. Was für ein Zufall, oder? Sag hier Bescheid. Sieht niemand. Ey, warte. Du bist ja in mir drin. Ich sag ja, wie groß sind die Chancen, dass wir auf denselben Baum... Ich bin nicht bei dir hinterhergelaufen oder so. Okay, komm, ich geh runter zu Ede. Nein, ist doch okay. Es ist doch schön. Super Knie. Okay, ich möchte jetzt aber auch mal einen Gegner wieder treffen, ja. Ja, also ich guck mal auf die Map. Aber wir sind aber gut. Wir sind sehr gut in der Map. Hey, lass mal was looten gehen hier. Sind noch 36 Leute am Leben. Was ist denn dieser goldene Punkt im Norden da eigentlich? Na egal. Da erscheinen immer so Kreise auf der Map. Ich weiß nicht, was das soll. Im Ruhepunkt im Norden. Seelenaltar, die Balliste, die ist auch noch da. Da könnten wir hingehen. Hier ist die, ich habe sie mal markiert. Hier ist die Balliste. Und in der Nähe ist ein Klufthändler. Und dann ist da aber auch der Seelenaltar. Der ist total geil, wenn man das entsprechende Item hat. Wollen wir eventuell da mal hin? Oder wollen wir hier bleiben? Zur Balliste oder wo? Genau, zur Balliste. Ja. Wäre doch cool, wenn einer in der Balliste. Ey, hier bei mir! Gegner, hier bei mir! Schießt! Scharfschützenmäßige Action hier bei mir. Kommt bitte in meine Richtung. Da hinten bist du. Okay, ich komme. Achtung, er ist hinter mir. Ich weiß nicht genau, wo. Ich sehe ihn, ja, ja. So, ich gebe dir mal ein Schutzding. Zu dritt machen wir die Sau platt. Ach nee, das ist Geschwindigkeit, scheiße. Ist eh ja, NPC. Da ist er. Aber der andere ist kein NPC, oder? Ich glaube auch, dass der eine ist kein NPC. Auf der anderen Seite der Straße. Komm, mach sie zu dritt platt. Vielleicht ist es kein NPC, dann... Alter! Einen haben wir auf jeden Fall. Yes, das war's. Oh, nein, hier bei mir ist auch noch ich hab jetzt haben hier bei mir wird auch angegriffen. Ich glaube, es ist NPC. Komm zu dir, brauchst du Hilfe? Nee, nee, tatsächlich nicht. Die war sehr, Achtung, da ist noch einer. Geht's eher? Brauchst du Hilfe?
Shit, ich bin ja fast tot. A soothing balm for my wounds. Hilfe, Leute. Wo bist du? Ich komm. Ja, abgelenkt. Okay. Ich kümmere mich um den Dödel hier. Jawoll, den haben wir aber auch zusammen. Ich hab wieder Ulti ready. Bis wie viel stacken die Sachen? Weiß das jemand? Ich habe dreimal Angriff. Mhm. Kann man das überhaupt so machen? Weiß ich leider nicht. Good as new. Ich finde, es wäre wahrscheinlich ein bisschen imba, wenn man den Haken dauernd benutzen könnte, aber das macht so Bock. Ja, das ist halt so geil, wenn du Leute ranziehst damit auch, ne? Ja. The shadow will shortly ready again for war. So, Muskeln und Sex. Ich gebe dir gleich mal ein bisschen was von meiner Energie. Oh, nee, wir werden beschossen. Seht ihr, hört ihr es? Das war ich. Okay. Moment, Nils, mach mal nix. Okay. Hat das nicht gut. Warum bist du nicht aufgeladen? Ich raff's nicht. Irgendwie hat's nicht geklappt. Dann musst du es doch manuell machen wahrscheinlich. Oder noch mal 5 Sekunden warten. Was macht dieser Regenschirm immer? Ich verstehe das. Der ist für mich ein Ankerpunkt. Und eigentlich... Ah, jetzt habe ich dich geheilt. Ja, geil. Mega gut. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber nur ganz kurz. Es leben noch 21 Leute. Wir sind gut im Kreis. Obwohl, wir müssen noch ein Stück nach oben, nach Nordosten. Wollen wir schon mal los? Ja, lass ruhig schon mal. Hast du markiert, Nils? Oder aktuell habe ich, glaube ich, noch meinen. Oben rechts auf der Karte sieht man ja immer den Weg. Oh, hier, Segen. Oh, wenn wir die Glocke da läuten, gibt es irgendwie geilen Scheiß. Sollen wir das mal machen? Das machen wir. 160 definitiv. Meter, geil. Die Glocke läuten. Seht ihr auch, oder, auf der Karte? Ja. Ist bestimmt irgendwas richtig Cooles. Alter, wie hast du das denn gemacht, Simon? Dashen. Ich hab so einen Zaubertrick. Ich kann entweder hindashen oder heilen. Jetzt viel gesehen. Irgendwas Geiles haben wir jetzt. Sind wir denn nördlich jetzt genug? Wir sind innerhalb des Kreises, okay. Ja. Wir können noch ein Stück rein. Boah, ist das immer laut, da kriegt man richtig Schiss. Mhm. Das ist mit den Bäumen. Ey, da ist jetzt dieser Wirbelsturm auch, ne? Direkt, seht ihr das südlich von uns auf der Karte, ist so ein Wirbelsturm. Ah, das ist wahrscheinlich einfach so, da sollte man halt nicht. Oh, da sind Gegner! Ja, das ist wie so Belagerungs, wo geschossen wird, ne? Oh ja, das sieht nass aus. Das glaube ich, da will man nicht campen. Da will man nicht sein, ne? Die stehen aber genau da drinnen. Ist das geil, da drinnen zu stehen? Ist das gut? Die Feinde kommen, die Feinde kommen. Ja, ja. Kannst du mal... Bei mir. Ah, ich seh's. Oh shit, ich werd schon angegriffen. Geil, ich bin hier oben voll die übelste Artillerie. Na gut. Aber jetzt muss ich runter. Au, au, scheiß. Ah. Well protected. Hier, kommt zu mir, ich habe ein Heilfeld, wenn ihr eins braucht. Definitely out. Ah, ich brauche Hilfe, ich bin gleich weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, wo bist du? Ich suche, ich sehe dich, ich sehe dich, ich versuche dir zu helfen. Achtung, ich hab dir... Oh Mann, es hat wieder nicht geklappt. Ich wollte dir Energie geben. Scheiße, ich glaube, du hast jetzt ein bisschen... Ich bin tot. Ah, ich glaube, ich bin auch gleich tot. Wenn ich Alter, was mich geht hier ab bitte gerade? Der schwebt ein Katana über meinem Grab. Wer mich heilen will, kann gerne kommen. Ich liege hier, nicht mehr lange.
Es ist für mich leider nicht möglich, weil ich hab nix. Nun. Muss mich selbst heilen, leider. Das war's. Das tut mir auch voll leid. Ich hätte uns jetzt gerade auch dir, Nils, ich hätte echt besser helfen können. Aber ich bin ja noch am Leben. Dran. Nee, ich noch meinte, lebe ich. Ja. Aber nicht mehr lang. Ja, komm zu mir, komm doch einfach zu mir. Komm doch mal zu mir. Komm für den jetzt kann ich dir auch helfen. Von mehreren, mehreren hat wieder nicht. Doch, es hat geklappt. Sie haben nun volle Energie. Oh Mann, komm, lass uns hier mit denen kämpfen. Ja, warte, ich kurz. Eieieiei. Oh. Not yet. The shadow will soon spread. Okay. Wo sind die denn? Ja. Okay, wir sind gut dabei, Simon. Ich würde einfach nur gerne reinhalten, während die sich bekriegen, aber es ist schwer zu sehen, ne? Oh, ich jetzt wird gekämpft. Ich mache, nee, ich habe keinen Heilkreis mehr. Scheiße, ist vorbei. Hat sich ausgeheilt, hat sich's. Alter. Alter, Alter. Ich muss hier auch nur noch weg, ich bin tot. Die haben uns richtig gekillt. Wir haben uns richtig fertig gemacht. Niederlage. Boah. Richtig. Das war aber schon okay bis dahin. Natürlich hatten wir keine Chance, weil Ede ja auch gefehlt hat, aber wir haben ihn ja auch allein gelassen. Was haben wir falsch gemacht? Viel. Ja, ich glaube, wenn ich sterbe als euer Leader, dann wird es einfach schwer für die gesamte Truppe. Oder wir zeigen dann erst richtig, was in uns drin ist. Ja, ihr habt ja die Möglichkeit und konntet, habt es ja nicht gezeigt. Also. Ich weiß auch nicht, das war, ich hatte auch keine richtige Waffe, das war irgendwie doof. Aber wir waren nah dran. Aber Bimon hier mit 8 Kills, ich muss sagen. Oh, ja, war gar nicht schlecht. Schau schlecht. Spieler melden. Obviously. Bot. Bot. Very hard. So, melden. Ah, geht gar nicht. Okay, zurück zum Spiel. Sorry, nee, zurück zu Home. So, Kampfbelohnung. Wie kommt man hier wieder raus aus dem Beobachten? Hauptmenü. Muss man und ab in den Talentebaum. Okay. So sieht's nämlich aus. So, es gibt 4 Typen von Glyphen. Ja, doch, ich bin eigentlich mit meiner Leistung ganz gut zufrieden. Nils hat hier SGN-Punkte gesammelt, was Schaden das heißt. Ist das schon okay? Ja, irgendwie logisch. Ich kriege auch Punkte, einzelne Punkte dafür, dass ich euch heile. Das finde ich immer gut, weil das Heilen irgendwie selten so repräsentiert wird in Punkten. Ja, das stimmt. Ja. Ich nehme jetzt noch mal jemand anderen schnell. Wir könnten jetzt mal dieses andere Ding, diesen anderen Modus da machen. Ja, lass das auch noch mal machen. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier rumgelandet? So, jetzt nehme ich mal hier Yotohime. Ach du heiliger Bimba. Saisonstatistik, RBTV. Aha. Moonbane, Schatz. Stolz des Moonbane. Das ich, weil, Alter, es gibt hier mehr Menüs als in einem richtig guten Restaurant. ja, keine Ahnung. Another match, another step on the road. Überall, wo so ein rotes Kreuz ist, hat sich halt auch was getan, irgendwie, glaube ich. Das zeigt, dass es was Neues gibt. Hier in dem Fall ist das bei mir ein neuer Greifhaken. Ich muss aber sagen, die Skins. Mach mich jetzt nicht so heiß, aber es gibt schon echt. Guck mal meinen neuen Greifhaken an. Das ist eine Blume, eine wunderschöne. Ja, den hatte ich auch schon, genau. Ich dachte auch, der bringt was Neues, aber es ist tatsächlich nur. Nee, ist nur optisch. Optisch. Ne? Ist nur optisch. Okay, ich bin übrigens ready. Ich bin auch Eddie. Du bist nur Eddie. Ich bin ready. Let us go. Ich würde meinem Charakter gerne was anziehen. Das ist also wirklich, jetzt die Prüfung des Herolds. Das ist nicht okay. Was immer das auch das ist. Das ist besser. Kann ich nicht. Sie muss so mehr oder weniger oben ohne sein. Achtung, ready machen bitte. Okay. Ready or not? Ready. Here I come. Alter Ede. Jawohl, Gesundheit. Gesundheit, Leute. Entschuldigung. Ich habe heute Mittag so krass genießt, dass ich Nasenbluten gehabt habe.
Das ist kein Grund, zum Arzt zu gehen. Ist doch bestimmt nur ein Äderchen, oder? Ja, ist wahrscheinlich nichts. Ehrlich gesagt. Ein Äderchen. Also, es kann ein Äderchen sein, das kann aber auch sein. Dass es ein Äderchen ist. Dass es ein interner Knorpelbruch ist. Und wenn es ein interner Knorpelbruch ist, ist vorbei. Geht schnell. Elvis ist so gestorben. Ja. Wo wollen wir hin? So. Ja. Oh, unten links ist so eine geile Ecke. Da sind auch schon drei andere, aber da wollen wir nicht hin, ne? Da wollen wir nicht hin. Oder direkt in die Mitte. Ach nee, geht gar nicht. Ja, aber doch, wir können fast in die Mitte. Hier. Komm, wir machen das mal. Und dann holen wir uns Celestra. Das ist ja voll blöd, dass man sieht, wo die anderen sind. Oder ist das klug? Kann man natürlich auch, guck mal, man kann natürlich auch hier ganz weit weggehen von allem. Und versuchen, in die Schatten-Jademine dann zu gehen hier unten. Das wird auch mal geil. Wir sind jetzt aber leider schon drin, aber wir können noch ändern. Wir haben noch 20 Sekunden. Wo willst du hin? Dahin? Ja, komm, egal. Ey, mir ist egal. Sag mal, laut, Hilfe! Hier. Ede. Ja, ich wollte hier nach ganz unten rechts, aber jetzt egal. Ja. Bleiben wir hier. Gehen wir unten rechts hin. Oh nein, wie jetzt doch nicht? Okay, dann gehe ich wieder zu euch. Was? Mach gar nichts. Wir hatten noch viel Zeit, aber hast du erst jetzt reagiert, Nils? Es gibt ressourcenreiche Gebiete auf der Map, wird es angezeigt. Das ist, glaube ich, innerhalb der Städte immer. Wurde so eben, habe ich eben gesehen. Gut zu wissen, meine ich nur. Also manchmal, ey. Nils hat Delay. Delay. Ich habe überhaupt gar kein Delay. Ja, aber gut. So, wo gibt's jetzt hier den geilen Scheiß? Da in der Stadt. Ich gehe direkt in die Stadt. Mir doch egal. Welche Richtung? Was wo? Dahin, ja. Die goldeingerahmte Stadt. Ich glaube, wir gehen alle. Wir haben alle eine andere Stadt im Blick. Da, wo ich bin, ist auf jeden Fall Loot. Ja, gut. Oh, geil. Ich mag auch, dass dieses Looten und so, es geht alles sehr schnell vonstatten. Man kann auch schnell erkennen, habe ich schon, brauche ich noch, wechsle ich aus. Ja, wenn man einmal so ein bisschen Sachen kennt, dann geht das recht fix. Ja, vieles läuft auch so ein bisschen automatisch. Später merkt man doch, war ganz gut organisiert eigentlich. Nils braucht noch eine Rüstung, hört mir auf. Das ist richtig, hier ist schon ein Schweinegesicht bei mir. Vorsicht, ich werde von einem Schweinegesicht heimgesucht. Okay, dann komme zu dir. Wo ich komme hier nicht mehr aus dem Haus raus. Bist du zwei oder eins? Oh, bist zwei. Geh aus dem Haus raus. Ich bin tot. Fuck, ich komme ja gerade hier hin. Alter, da ist noch einer. Haus. Ich zwei. Ja, ja. Ede, kommst du schnell mal hierher? Dann schaffen wir das nämlich nicht. Das kann ja mal passieren. Mach erstmal den einen. Alle auf einen erstmal und dann der andere ist in der Hütte. Alter, was ist das für ein Timing hier? Ich hab doch zweimal war ich hier Erste. Ist auch schon tot. Ach, du warst das gar nicht. Ich dachte, wir kämpfen gerade zusammen. Was? Nein. Ich hab doch gesagt, ich bin in der Stadt. Deshalb haben wir uns ja dahin gespawnt, damit wir ganz nah an der Stadt sind. Aber es ist doch eine andere Stadt. Es ist die große Stadt auf der Map, südlich von dem Spawnpunkt. Genauso wie es geplant war. Na gut. Die sind jetzt natürlich bei uns. Da siehst du. Ja, das hast du gut gemacht. Oh, jetzt alle. Die hat nämlich gar keine. Na, wieder volle Energie. Scheiße. Alter. Ja, okay. Alles klar. Cool. Das war kurz. Ich glaube, das waren NPCs, oder? Ja, ich glaube nicht. Ja, aber warum stehen die da einfach noch daneben und machen nichts? Also, weil die uns looten. Ach, warte mal. Ey, wir können ja noch uns wiederbeleben. Und eine Wiederbelebungs. Ach, ich sehe gerade, ich sehe dich rumlaufen, Ede, Nils, als Geist. Ja, ich mach mich. Das ja, mach ich auch mal, ja. Ich verpiss mich in die Stadt wieder. Aber du musst zu einem Wiederbelebungsportal. Was ist ein Wiederbelebungsportal? Das siehst du auf der Karte, wenn du Geist bist. Oder beziehungsweise auf deinem HUD. Das sind diese großen Säulen. Okay, Versuch 2. Mann, ich hatte aber auch nur. So einen dämlichen Dolch. Das ist doch scheiße. Shit! Und schon wieder werde ich beschossen, ey. Bist du noch. Ach, komm, das ist doch Quatsch. Nils, Spaß dir. Die warten da ja schon direkt wieder. Hier sowas? Nee. Nee, das ist dieses große.
Licht. Guck doch mal, drück mal. Ede, drück mal M. Genau. Das sind hier diese lotusartigen Blüten, die überall sind. Da. Diese gelben Blütensymbole. Nils, ich bin sogar hier bei dir. Kannst mir helfen? Ja. Dazu musst du aber auch schon. Ja, ich brauche eine Waffe erstmal. Ja, aber ey, Nils, unscheiß, wenn ich sterbe jetzt nicht hier, weil du lootest. Komm doch mal, du bist 5 Meter entfernt. Ich brauche eine Waffe. Du bist 5 Meter entfernt, Mann. Ich sehe dich ja nicht, da das bist du. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Nils. Alter, Mann, ich brauche eine Waffe. Sag mal. Ich bin doch gerade. Ja, wenn du nicht so rumgeeiert wärst, wäre ich längst wieder Alter, da. Alter, Simon, jetzt zu zweit chill dich mal auf dein Leben. Jetzt bin ich selber tot. Ich verstehe einfach nicht, warum du das machst. Okay. Du läufst an mir vorbei. Und ich habe dich nicht bemerkt. Ich weiß nicht, wie man. Ich weiß nicht. Wo ist diese Lotus? Ah, hier! Das? Auch nicht. Nein, guck. Ja, da, genau. Da, bei dir diese Lotus. Genau, jetzt geradeaus. Das ist. Auf der Karte ist es dieses gelbe. Ist wahrscheinlich weiter unten oder so. Shadow begins. Ich check's nicht. Wo das ist. Versuch's mal ganz unten. Ich glaube, die stehen auf dem Boden. Da. Das Ding. Ah, das Ding. Ja, perfekt. Und jetzt? Komisch, ne? Dein HUD ist weg. Okay, der Aid ist wieder da. Geil. So. Soll ich euch holen? Oh, das ist ganz, ganz gemütlich hier. Geht das überhaupt noch? Lebt ihr noch? Ja. Quickly now. Wie lange noch? Jetzt nicht mehr. Es geht immer sehr schnell. Ja, komm, dann beende ich das jetzt hier. Also dein HUD, wenn ich es richtig verstehe, taucht immer nur dann auf, wenn ich nach in der vorne Nähe von Item. Ach, wenn du nach vorne drückst. Ich dachte, wenn du mal, wenn ich einmal nach vorne drücke, erscheint es und geht wieder weg. Ach, weil es auf vorne gestellt ist. Ja, das ist ja ich geil. Ich spiele ja mit PLÖ. Ah, okay. Und jedes Mal, wenn ich P drücke, erscheint es und geht wieder weg. Ah, so kann ich es also. Das ist interessant. Ja, komm, ich starte neu. Das ist ja jetzt scheiße für euch. Ganz einfach zurück zu Home. Die waren krass, die Typen. Muss man einfach so sagen. Ja, das stimmt schon. Aber sie haben uns halt auch alleine erwischt. Sie haben erst Nils erwischt, dann mich erwischt, dann nochmal Nils erwischt und dann dich erwischt. Oder eher nicht erwischt. Ja, es ist doppelt belegt, aber in den Tasteneinstellungen erscheint es nicht. So, nochmal Versuch. Ich starte direkt, mach mal bereit. Moment, kurz fortsetzen. Bronze, ja, ja. Werte mich doch ab. So, ready. Ready machen, bitte. So. So, lasst uns jetzt mal zusammenbleiben und bei einem Plan sticken. Okay. 10 Sachen gefunden, nichts davon gefällt mir. Let us bring darkness to our enemies. Welchen Startpunkt wollen wir haben? Ebenen der Zerstörung? Da ist noch keiner. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Okay. Komm. Gehen wir doch schnell. Schrecken wir die anderen ab. Gott in Hall. Welcher ist denn dieses sechsarmige Riesenbaby, was du da auswählst? Der Mönch. Du hattest das mal, der Mönch. Der, klar, das ist immer der Heilige, immer der Mönch, der dann betrügt. Den nehme ich jetzt mal. So, Tastenbelegung hier, liebe Leute, da seht ihr es selbst. Benutzerdefinierte. Hier ist Vorwärtslaufen ist P und sonst nirgendwo taucht sonst das P auf. Ich wüsste nicht. Warte mal, hier ist ja noch. Warte mal. Ist hier nochmal irgendwo ein P? Beobachtung. Kameratempo, hier ist aber leider auch nirgendwo P. Das ist der Greifhaken, also das finde ich ja wirklich ganz toll. Kann man ja irgendwie auch im Sprung und so benutzen. Ey, Hammer. Keine Ahnung, was das ist. Ich verstehe es selber nicht, Leute. Das ist wirklich komisch, aber
Es geht ja auch ohne. Aber schon sehr weird. Ich glaube, das Spiel ist das noch Early Access? Ich bin mir nicht sicher. Und kann sein, dass da noch ein bisschen dran rumgepatcht wird, Leute. Ja, Linkshänder ist aber auch nicht so wichtig. Ja, ich weiß, dass ihr das so seht. Die haben einfach statistisch haben die einfach geguckt, du bist ganz unten, nur Linkshändersteuerung optimieren. Ganz viele andere Sachen vorher. Okay, direkt am Dorf, Leute. Fröhliches Looten. Hier ist direkt ein Typ. Dann hau den einfach jetzt mal um. Ich hab ein Großschwert, ich komm direkt mal vorbei. Bei dir komm ich hin. Aber du hast ihn ja. Naja, ich hab nur Fäuste, ne, also. Ja, hat er dich oder hast du ihn? Er hat mich, weil ich hab nur Fäuste gehabt. Und er bring dich nicht um oder so. Wir machen sie gerade fertig. Und dann. Ah, oh, wie toll, so ein Großschwert. Oh, Alter, wie viel ist denn hier los? Scheiße, ey. Es hört einfach nicht auf. Ede, wenn du magst, kannst du ihn wiederbeleben. Ja, hier ist noch einer. Ja, ich sehe es gerade. Komm, dann mache ich das jetzt mal. Du musst mir nur helfen. Alter, ja, ich halte den ab hier, den Typ, der schießt. Nils, rette ich dich gerade? Ja, jetzt rette ich dich, ne? Ja, irgendwas passiert. Ja, das Retten hätte ich gern noch mal ein bisschen Alter, optisch, jetzt bin ich auch tot. Okay, dann rette ich dich. Okay, Nils, kannst du? Ich beschäftige. Ja, ah, jetzt bin ich auch tot. Keine Chance. Ja, es ist. Wir haben ein paar gekillt, aber eben nicht alle. Wir können noch mal als Geister uns wieder dingsen. Ja. Das ist super, weil hier ist direkt so eine Pflanze. Wo denn? Hier so direkt in der Mitte. Ja, aber da sind die halt auch, ne? Ja, gut, aber. Dafür. Abhauen, ich schau jetzt nicht mit dir. Also, muss einfach nur abhauen. Echt? Abhauen? Ich dachte. Ja, das bin ich ja sofort wieder tot. Ich hab ja gar nichts. Ja, aber komm, Ehre, Mann. Ehrenkampf, guck dir das an. Soll ich sie alleine machen? Ja, also ich dachte, es ist, ja, genau. Ja, aber das, was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Naja, wir sind direkt da gespawnt. Alter, wir haben so in die Alter, Walze genommen, ey. Ja. Ich wollte dir helfen, Simon. Ich hoffe, du hast es gesehen. Ja, es war ein ehrenvoller Kampf von uns beiden. Aber sind jetzt beide tot, oder was? Ja, klar. Ja, gut, dann. Was ist denn das für ein Modus? Warum sind denn da alle so stark? Naja, wir haben einfach nichts. Wir waren so schwach. Alle waren schwach. Die haben wahrscheinlich besser gelootet, oder? Da zu spawnen, wo man killt, ist halt echt unschlau. Naja, ja. Dafür ist man schnell wieder drin. Die konnten die Energie gar nicht aufladen. Ich fand, wir hatten sie doch fast. Ich fand das jetzt gar nicht so dumm eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber da waren auch mehr als nur drei. Da waren mehr als sechs. Da waren zwei Teams oder so. Okay, machen wir neu. Gut. Der Chat sagt, wir spielen gegen Bots übrigens. Das glauben die nur. Am Ende ist es schwer zu sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Welche davon die Bots sind. So wie ich das gelesen habe im Chat, werden ja einfach die leeren Plätze ersetzt mit Bots. So, wir machen eine kleine Werbung, Leute. Und nach der Werbung geht's hier noch weiter. Ich würde dann noch mal so ein Trio machen, irgendwie gegen echte Gegner. Da habe ich das Gefühl, das ist besser als gegen die Bots. Also in dem Modus jetzt haben wir ja wirklich gar kein Land gesehen. Ne? Aber wir haben doch vorher die Bots geruhlt. Das ist, weil wir Rang 20 bei den Prüfungen des Herolds mittlerweile sind, glaube ich. Dass dann die Bots einfach stärker werden. Ja, wir schauen mal, wie es gleich weitergeht. Uns wird schon was einfallen. Gleich geht's weiter hier beim Dienstag. Dann. Naraka Blade Point heißt das Spiel. Ein Battle Royale mit Magie und Waffen und viel Loot. Und sehr viel Bewegungsfreiheit. Ich habe hier kurz mal, wir haben uns eben mal du hast das Fragezeichen oben rechts entdeckt und ich habe mir die Kombo-Seiten hier mal angeguckt. Können wir ja gerne mal kurz reinschauen. Ist jetzt ein Charakter natürlich nur für Nahkampf, Fernkampf. Hier sind Szenarios erklärt. Und hier, das fand ich auch noch interessant. Das sind so die drei Arten von Schlägen, gedrückt halten. Beides gleichzeitig, also kontern. Und dann, wenn jemand kontert, kann man den wieder gegenkontern mit einem normalen Angriff. Zumindest liest es sich hier so. Also irgendwie interessant, man sieht es ja auch hier, ne, wie die so zusammen gehören. Das ist auf jeden Fall komplex. Also, dann noch das hier. Was ist das? Ja, so, das sind diese Seelenjade, die man einsammeln kann. Du hattest mal danach gefragt und die bringen ja immer bestimmte Dinge auch. Oder manche davon. Das hat dann halt auch nochmal, ich weiß Aber nicht. Das erklärt, warum es da vorhin Leute gab, die uns komplett zerstört haben, weil die wahrscheinlich sich das durchgelesen haben. Guck mal, das hier zum Beispiel, das ist ja krass, wenn man weiß, wie das geht. Nils, hast du das schon mal gesehen?
Nee, ne? Nee. Ja. Also es gibt geilen Shit. Das ist dann Erdbeben. Aber auch das Erdbeben. Warte, wie macht man das? Ich will auch ein Erdbeben. Ja, das müsste man erstmal kriegen. Du brauchst das Großschwert und dann musst du irgendwie diesen Perk Holy haben. Holy shit. Also das Seelenjade gefunden haben. Gut, sehr interessant. Ich freue mich schon gleich jetzt hier meine Mutation im Spiel mal ausprobieren zu können. So. Machen wir jetzt noch mal Prüfung des Herolds oder machen wir jetzt schnelles Match? Machen wir schnelles Match, oder? War schnelles Match nicht gegen Bots? Hat das nicht der Chat gerade so gesagt? Nee, eben waren wir doch gegen Bots. Chat, sagt dir bitte noch mal ganz kurz, welches von beiden wir machen sollen, um gegen, menschliche Mitspieler. Das eine ist, glaube ich, einfach nur ranked. Schnelles Match ist gegen Bots, schreibt Orville. Das erste war gegen Bots und Dudes. Ja, das hilft uns leider nicht, weil wir nicht wissen, welches von den beiden das war. Vielleicht hier. Herold ist ranked und gegen Menschen. Okay, dann machen wir das nochmal. Komm, was soll's. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wir vorhin einfach nur wahnsinnig gut waren. Oder es hat kaum einer gespielt. Oder gegen super schlechte Bots. Oder super schlechte Anfänger. Aber wir sind ja die super schlechten Anfänger. Ja, aber das ist Point of View unserer Gegner sonst. Da haben wir halt auch mal Glück gehabt. Auch mal jemanden gefunden, der es nicht kann. Nils, ready machen bitte. Ready, ready. So. Wer möchte, wollen wir einen Anführer für diesen Trupp heute mal buchen? Naja, da gibt's ja noch nicht so viel zu führen, ehrlich gesagt. Ja, aber allein schon, wenn sich alle in dessen Umfeld aufhalten, wäre es, glaube ich, schon ein Vorteil für uns. Ich glaube, also in dem Modus haben wir auf jeden Fall keine Chance alleine. Wir müssen entweder zu dritt in den Kampf gehen oder uns gleichzeitig verpissen. Aber einzeln werden wir und wenig Erfolg haben. Super, aber das könnte ja der Anführer dann quasi zurufen. Flucht oder Kampf. So, ich nehme noch mal den Mönch. Den habe ich jetzt auch. Nils, wo willst du hin? Wie wär's damit? Damit, okay. Ja, komm direkt. Und ich würde sagen, dann nach Süden in Celestra, oder? Okay. Oder was sagt ihr? Cool mit mir. Challenge an dem Ankommen und erhalten eine. Wer die Taste gedrückt hält, macht er auch noch mal was anderes, glaube ich. Ja, kurz drücken und gedrückt halten ist ein aufgeladener. Was war jetzt? Da stand irgendwas. Okay, geht los. Mit C kann man sich auch fallen lassen. Ja, wenn du in der Luft bist, C, und dann bist du schnell unten. Und dann vielleicht noch so ein Schlag. Dann kannst du wahrscheinlich von oben schön Schaden machen. Ich habe gemerkt, so ein oben stehen und diesen Raketenwerfer, diese Kanone, ist ein wahnsinnig gute Kombo. So, jetzt gehen wir in den Süden, ne? So wie wir es eben besprochen haben. Looten wir währenddessen oder vorher oder gar? Nee, wir gehen einfach in die Stadt und da ist genug Loot für alle. Okay. Weil hier. Okay. So, ich bin schon da in der Stadt. Jo, ich bin jetzt auch da. Ich hab hier eine seltene Rüstung noch, wenn einer will. Bist du schon in der Stadt? Nils, noch in der anderen Stadt. Direkt gespawnt. Nee, wir meinen eine andere Stadt, Nils. Wir meinen die im Süden. Ah, ich komme gleich nach. Ich bin hier direkt an so Loots gespawnt. Ja. Ich bin hier jetzt auf jeden Fall auch am Sammeln. Habe ich denn? Hier ist auch so ein Wiederbelebungsdingens. Ich nehme mal einen Segen. Läutet eine bestimmte Bronzewaffe dreimal. Bronzeglocke. Okay, vielleicht seht ihr sie irgendwie auf der Karte.
Ja, soll ich da jetzt hinlaufen? Die ist 200 Meter. Ja, lass doch. Oh, obwohl, nee, du bist alleine, ne? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Ich meine, es ist ja eine Quest. Ich bin euch vorbei. Nee, ja, warte mal, scheiße. Warte mal, bin ich doof? Nee, doch, die Richtung. Also bevor du alleine verreckst, du kannst ja mal versuchen, aber lieber in keinen Kampf einlassen. Ich glaube, wir können uns da eh treffen, ehrlich gesagt. Wir sind da, ihr seid ja links von mir jetzt gerade. Okay, das heißt, kannst du es mal markieren? Ihr seid... Hier ist auch was zu kaufen. Das ist markiert auf der Karte schon. The gods are kind to this old monk. Oder ist das hier ein falscher? Ja. Upgrade für Satteltasche? Nee, für was für eine Tasche? Okay, ich bin jetzt einigermaßen ausgestattet, auch wenn ich nicht wirklich zufrieden bin damit. Ja, stimmt, ich sehe es auch, Nils. Jetzt haben wir was Geiles. Hier ist direkt ein Tübi. Boah. Ja, geh am besten kein Risiko ein, sonst spiel ich gleich wieder vorbei. Ich glaube, das ist ein NPC. Ja. Hier ist eine Rüstung, Simon, falls du eine brauchst. Gruppenheilung. Was ist das? Das war ein NPC. Es gibt hier auch ein nettes Ding, was ich gerade... Oh nein, ich will doch nur beten. Lass mich in Ruhe beten, Alter. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Hier, bei mir ist ein Gegner, also ein Wirbelwind-Typ. Ich hab's markiert. Hilfe wird appreciated. Komm. Aber ich glaube, der kann nicht so viel. Trotzdem wäre ganz cool. Alter, auf mich wird auch nicht allein gegriffen. Okay, ich hab ihn. Ah, okay. Brauche ich nicht mehr kommen. Nee, ich hab ihn, danke. Brauchst du Hilfe, Ed? Ich hab. Oswald Arande hat das Zeitliche gesegnet. Okay, wir gehen zur Quest, ja? Wenn ich das richtig verstanden habe. Diese goldene Schriftrolle oder was? Das will ich erstmal beten. Oder was ist die Quest? Hallo? Simon? Entschuldigung, die Quest ist diese Schriftrolle, die angezeigt wird im HUD. Oh, ich werde beschossen. Ja, was ist das denn? Shit, Leute. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber hier schießt wirklich einer auf mich. Ganz unangenehm. Bist du die 3 oder die 1? Die 3. Ach, jetzt muss ich hier beten. Das klappt doch alles gar nicht. Ich kann doch hier nicht beten jetzt. Habt ihr Bock, mir zu helfen? Ich bin hier unter Feuer. Ich weiß aber nicht von wo. Fuck. Komm her. Hier, bei mir. Okay, hier habe ich einen. Der dasht hier so rum. Ich glaube, das ist auch nur ein NPC. 2 sogar. Bin bei dir? Ja, achso, ist jetzt der hier? Nee. Scheiße, ich bin einem anderen Wege gelaufen. Da schießt noch einer auf uns. Ja, ich glaube, das sind alles lame NPCs gerade. Irgendeiner hat auf uns geschossen. Ja, hier ist einer, der, genau, einer nervt hier ein bisschen. Ah, hier von bei mir, da quasi 330. Oh, der ist ja unsichtbar. Hilfe, ich brauche Hilfe. Nimm die andere Waffe, Digga. Alter, was über mir? Alter, wie schnell die einen töten, Mann, Alter. Okay. Bei dir. Jetzt, okay, dann lass jetzt zur Ede. Ja. Ja, das können wir aber noch schaffen. Ja, das schaffen wir. Das ist kein Problem. Die bewachen mich. Also, halt. Da ist noch die 2 Tibis. Oh, Alter. Ah, oh, shit. Ah, au. Ah, fuck off. Au. Shit, ich muss abhauen. Sorry. Au. Das war shit. Au. Alter, das war nicht schlecht von. Ah, ich bin auch tot. Alter, guck dir diesen Würfelsturm an. Ich hab einfach nur rumgestanden und gewartet. Ich mach wieder Verwandlung in Geist. Was alles zaubern. Ich komm mit dir, Simon. Ich lebe noch übrigens. Oh, warte, wir müssen hier lang. Ihr könnt mich noch holen. Ja, erstmal gucken, ob ich wiederkommen kann. Leute, ich bin doch, ihr haut von mir ab. Wir sind doch tot. Wir sind Geister. Ach, ihr seid Geister? Ja, ja. Jetzt sind wir aber wieder da. Und wenn Edo und ich jetzt Bock haben, bist du tot? Nee, du bist noch am Leben, oder?
Ja, ja, ich dachte, haben wir dann eigentlich unseren Loot wieder? Ach so, du bist jetzt auch nicht. Nee, der Loot liegt rum. Das, was sie übrig gelassen hat. Schäbig. Lauf mal zu meinem Typ und hol meinen Loot wieder. Ah, Achtung, sie sind hier! Jetzt schon! Hilfe! Ja, jetzt ja, ein bisschen ey, Hilfe! Auch, ja. Komme! Ey, Alter, das ist ja gar nichts, komm! Da kann man, ja, das bringt nichts, ne? Ist schon wieder tot? Also, wir machen es wirklich auch falsch. Wir sind nicht zusammen. Immer und immer wieder. Oh. Das ist ein NPC? Zwei, Ede, du könntest also mich eventuell ein bisschen kaputt. Lass mich doch mal in Ruhe! Genau, super. Die kommen aber wahrscheinlich gleich wieder. Ey, du hast ja keine Chance. Das ist ja so, die zerflücken dich ja einfach mit allem, was sie haben. Komm doch zu uns, du läufst uns von uns weg, wenn du. Ja, weil ich gejagt werde! Ich sag ja nur, dann, wir können dir ja helfen, aber du musst zu uns kommen. Ja, genau. War's. Die sind krass an der Hand, die sind aber auch viel besser. Ja, also du kannst auch nicht weglaufen, weil die holen dich mit dem Haken ran. Du hast keine Chance. Die sind zu zweit, zu dritt, die holen dich mit dem Haken, selbst wenn du 20 Meter Vorsprung hast. Du bist tot, keine Chance. Wollen wir zu Nils? Ah, da sind sie ja schon direkt. Sind sie schon wieder da? Ja, ja. Ey, ich konnte noch nicht mal die Waffe wechseln. Alter, wie schnell, ja, das ist unmöglich. Die kämpft natürlich ist halt tatsächlich dann auch. Das ist so krass. Ja, da sieht man kein Land gegen die Typen. Vielleicht wollen wir den ein bisschen zugucken, um ein bisschen zu lernen? Macht das Können Sinn? Wir auch mal machen, ne? Können wir machen. Auch machen. Also die campen natürlich an unseren Leichen, weil die genau wissen, wir kommen zurück, beziehungsweise weil wir ja doof sind und das auch machen. Und dann haben die einfach, sind koordiniert miteinander, ne, bleiben zusammen. Klassiker, die buffen sich gegenseitig, wie man hier gesehen hat. Die haben krasse Waffen, guck dir die Scheiße mal an, die sie da auf dem Rücken trägt, was auch immer das für ein Speer ist. Ja, das sind die Skins, weil die einfach schon viel gespielt haben. Ja. Gruppe des Kill-Anführers anzeigen kann man sich hier. Guck mal hier. Da sieht man auch, was die für Waffen haben. Ja, die Waffen sind ganz normal eigentlich. Ist nichts dabei. Ja, die haben sie einfach besser benutzt. Aber der heißt halt auch Russe 53, was willst du da machen? Okay, ich würde glaube ich doch lieber selbst spielen, als denen jetzt zu gucken. Ja, die machen auch nichts Spektakuläres. Ich glaube, die können einfach das Kampfsystem und naja, die haben ja auch und die Skills. 3 gegen 1 ist ja auch nur mal leicht. Ja, wir waren aber auch schon teilweise 2 gegen 1 und die haben uns platt gemacht. Also. Solange ich Punkte kriege, ist mir alles recht. Ich bin schon wieder bereit für noch mehr Action. Ich glaube, ich will wieder den Modus mit den schlechten Bots. Ja. Oh, ich habe eine Kollektion, eine neue. Guckt's euch an. Schwarz. Kann sich immer noch keine Ärmel leisten, aber dafür jetzt in Schwarz. Lame, super cool. Lame, super cool. Bist du etwa super cool, Simon? Jetzt ja. Ich bin vor allen Dingen bereit. Dann kann's ja losgehen. So, ich glaube, jetzt wird super erfolgreich. Wir hatten noch am Anfang das Chicken Dinner. Ja, was ist seitdem gegen Bots, passiert? Ne? Bots. Wir haben entdeckt, dass es keine Menschen waren. Ja, das ist ein Faktor. Hätten wir das nicht einfach für uns behalten können? Ja, der Chat hat es uns leider gesagt. So, wir machen jetzt einfach mal ein schnelles Match gegen Vollidioten-Bots. Da fühlen wir uns besser. Da haben wir alle was von. Wir müssen es auch ja lernen. Ich habe jetzt gegen einen Bot habe ich ein paar Mal gekontert. Das war ganz okay. Okay, wir wollen wahrscheinlich irgendwas Gelbes. Ne? Ich sag mal Sonnenflügelstätte. Ich habe es mal einfach mal so entschieden. Aber wer sind das denn jetzt quasi die anderen Spieler? Die Roten sind jetzt alles Bots oder was? Ich denke, alles sind Bots, ja. Lädt dich, ja, da hätte gern jemand hat was anderes rausgesucht. Na gut. I am out.
Oh, da Warum? Sind auch drei. Wer hat denn jetzt die Insel da unten ausgesucht? Niemand. Doch, also, einer von euch hat die doch. Wir sind alle drei hier. Nein, nein, auf der Karte sind wir aber und. Ach nee, deswegen, das, die ist outgesourced, jetzt verstehe ich das. Nee, das ist, glaube ich, nur jetzt im Trainingsmodus. Ja, ja, genau, das ist so die Trainingsinsel. Ich dachte schon gerade, warum sind wir denn da? Okay, Leute. Lass uns Spaß haben. Ich brauche unbedingt bessere Klamotten. Irgendwas Schwarzes würde ich mir holen. Aber zurück zum Spiel. Cool. Also alleine diese Moves, die man aus der Luft machen kann, wenn man das alles beherrscht. Fraser 748 gibt Tipps zum Spiel im Chat, weil er das Spiel so geil findet und weiß, dass es am Anfang ein bisschen frustrierend sein kann, wenn man sich überfordert fühlt. Also Fraser 748, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Du bist der MVP. Aber ich fühle mich nicht überfordert. Fraser 748. Okay, Leute, jetzt zählt es. Ich bin auf so einem Riesenknochen gespawnt. Besiege, ich habe auf jeden Fall haben wir ein Kopfgeld. Auf uns? Nein, nein, also wir haben eins eingesammelt. Ich habe eins eingesammelt. So. Das ist schon mal gut. Mit dem Loot hier klappt es schon deutlich besser. Ja. Finde ich auch. wer ist zwei? Einer ist schon wieder sehr weit weg von uns. Alter, hier, ich werde angegriffen. Wo denn? Wer ist denn da? Du bist, ja. Es ist aber nur ein Bot, den ich zerstören werde. Kraft meines Katanas. Wer ist sie denn? Jetzt kommt noch jemand. Hier sind lauter Leute. Warum ist das hier eigentlich rot? Das ist, ihr seid in so einer roten Area, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ehrlich gesagt. Was meinst du mit rot? Bei mir sieht das eigentlich normal aus. Jetzt nicht mehr, eben auf der Karte war das rot. Alter. Okay. Jetzt nimmst du das Loot von den Leuten, die ich gerade bekämpft habe, komplett alleine. Wir sind. Meinst du mich? Ja. Ich bin weiter weg. Die sind drei Lootstationen. Ja, das sind drei Leichen, die ich gerade gekillt habe. Okay, ich lasse dir keine Sorge. Ich habe ein krasses, episches Katana. Jetzt ist alles gut. Ich kümmere mich um euch. Weiter nach oben müsst ihr. Das ist ein Tipp. Und RBTV, du brauchst noch, wie heißt das? Ja, ich bin schon dabei. Ja, weißt schon, ein Schild. So, ich bin auf jeden Fall bei dir und bin mega bereit mit meinem krassen Katana. Schnetzel, Popetzel. So, Bots, das ist meine Erfahrung, sind doch wesentlich leichter. Was ist denn jetzt los? Schade. So. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Wollen wir die machen? Das Kopfgeld müssen wir einen bestimmten Dude erledigen. Und zwar dahin, wo ich markiert habe. Kommt ihr mit? Ja. Mhm. Okay, aber jetzt, oder? Nicht noch eine Minute looten, sondern. Ja, aber du musst ja auch warten. Man kann ja nicht alles einfach immer komplett abbrechen. Ja, aber wenn du jetzt wir sagst. Haben ja nur noch 4 Minuten für das Kopfgeld. Es ändert sich ja nichts dran. Ich sehe es mal, der Nils rennt in die falsche Richtung. Da ist irgendjemand mit einem Schirm vor dir. Alter, die haut aber rein, ey. Das ist geil, das ist auch der, den ich erledigen muss. Quest abgeschlossen. Siehst du, die kamen zu uns. Invincible. Take care. Combat worthy once more. Ah, und schon wieder, kommt wieder jemand. Hier bei mir.
Okay, haben wir auch. Hier sind geile Sachen, Leute, zum Einsammeln. Das, rüsten. Rüstungen. Ausrüsten. Muss man die ausrüsten? Nein, das macht er automatisch. Hier ist auf jeden Fall eine Rüstung. Wie, das macht er automatisch? Nein, ich meine, du musst ja die Plates quasi. It's here. Ja, stimmt. Okay, klar. Du hast recht. The shadow thickens. Ich brauche so einen Werkzeugkasten einmal. Ist da noch einer? Auch einen. Hier ist Rüstungspulver. Alter. As strong as my heart. Okay, cool. Ich fühle mich jetzt wieder gut ausgerüstet. Zwei ist schon wieder sehr weit weg. So, wollen wir mal da oben die Häuser looten? Ja. Oh. Ja, okay. Das markierte? Oder wohin? Nee, ich hab nicht welche markiert. Häuser? Nee, nee. Nee, ich glaube, du meinst andere Ecken als wir. Ede, du bist, ich meine, wir waren ja eben noch zusammen. Kann ja gar nicht weg sein. Ja, du bist im Dorf. Wir sind schon außerhalb des Dorfes. Wir waren doch eben nebeneinander. Da hinten oder was? Okay, ich komme zu euch. Wie schnell warst du denn da jetzt? So, das ist das Ding. Nils, du brauchst Rüstung. Ja, das ist richtig, das stimmt. Hier, ne, also Rüstung ne, zum Aufladen, Greifhaken, Spule. Wohl aufgepasst. Falls du noch einen krassen Bogen brauchst, liegt hier auch einer. Nee. So, was machen wir? Ja, wir sind jetzt zusammen. Wollen wir noch auf Ede warten und dann können wir weiter. Okay. Let's move. Markierung entfernen. So. Ich bin bei euch. Okay, cool. Was ist mit dem Schatten? Oh, wir müssen bei. Nee, wir sind sogar genau an der Grenze. Wir könnten nach Celesta. Da gibt's besseren Loot und dann versuchen, da was zu erreichen. Ist das okay? Oder? Jo. Hier ist nichts mehr, Ede, leider. Also, es sei denn, du willst so alte Reste haben. Jetzt kommt hier das Ding gleich auch. Okay. Wollen wir? Gott, geil. Ich hab's, wie gesagt, markiert. Einfach zum blauen Pfeilchen. Ah, schade. Gibt's eigentlich. Nee, gibt's nicht, ne? Falling Damage? Ich glaub nicht. Falls hier jemand eine Pistole will, eine epische. Was machen denn eigentlich, also die lila Waffen besser als die blauen? Nee, ich nehme mal einfach nur Schadenswerte. Schon. Kannst du jetzt mal da hoch? Ich komm nicht da hoch. Alter. Nein! Hier ist eine Kiste zum Kaufen, falls jemand will. Gibt's hier ein Great für Waffentasche? Das klingt aber teilweise alles sehr interessant. So. Das kaufe ich mir. Moonbane Zauber 1. Reiße den Boden an der Zielposition auf und entfessle dort den Banner-Item. Ah, abgelaufen, scheiße. Die kann quasi nur einer kaufen. Kauf mir das Upgrade für die Waffentasche. Oder willst du das haben? Nö, ich bin happy mit allem.
Wenn er eine lila geile Nahkampfwaffe findet, dann kann er. Aber die V braucht noch ein bisschen Rüstungspulver. Hast du oder soll ich dir was geben? Rüstungspulver. Nils meint. Ede meine ich. Was ist das? Runbein-Zauber. Okay, die darf man leider nicht kaufen. Oh, ich habe richtig viel davon. Geld. Ich kann diese Glücksjade-Tasche kaufen. This old monk. Wellenrolle in der Nähe. Wer hat das da abgelegt? Ich hab das gekauft gerade. Hat da jemand das gerade weggenommen, was ich gekauft habe? Ach, du hast das Gold, was Seelenjade, das Angriff? Ja, genau. Glücksseelenjade-Tasche. Du hältst ein Stück Seelenjade von zufällig ausgewählter Qualität. Alter. Ja, da kriegst du so eine von diesen Jade-Dingern. Weißt aber nicht was. Bisschen Lotterie. Ich hab eine epische, eine legendäre Bane. Ihr müsst mich beschützen, Leute. 6 Minuten, das ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt worden. Wahrscheinlich, weil ich es verdient habe. Ich habe jetzt so einen Moonbane-Zauber gekauft. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Hat 12.000 gekostet. Verbündete sind gegen den Blitz immun. Lässt sich nur kurze Zeit anwenden. Das Bringe klingt den cool. Bane-Atem an der Zielposition. Wollen bevor. Wir warten? Okay, wo ist die Zielposition? Angegriffen werden? Ja, genau. Das kann ja gut kommen, ne? Kann gut passieren, dass die jetzt hier kommen. Jetzt kann ich, guck mal, ich kann jetzt den Seel auf der Map, kann ich das, guck mal. Ach, dieses Loch, ne, kannst du erzeugen. Ah, ja. Das bin ich. Das ist ja dann was Gutes, okay. Ja, ist natürlich jetzt wahrscheinlich komplett verschwendet, aber das wäre wahrscheinlich im Kampf richtig geil. Wir werden es nie erfahren. Ey, ist das. Nee, ich dachte, da kommen jetzt Gegner oder so. Sieht einfach nur geil aus. Ja, ich glaube, die kommen nicht mehr, habe ich das Gefühl. Okay, das war komplett verschwendet, leider. Ja, wenn die jetzt vielleicht kommen, genau in dem Moment, wenn er ausbricht, das wäre natürlich schon schön. Ganz schön mächtig. Aber, ey, man sieht ja gar nichts mehr irgendwie. Aber was ist denn der Plan jetzt eigentlich? Also auf jeden Fall sollten wir zu dem von mir angemerkten Punkt gehen. Da ist zum einen Waffenkiste. Das macht ja wahnsinnig. Das hört gar nicht mehr auf, ne? Waffenkiste und der Kreis ist da, wo ich quasi meinen Marker gesetzt habe. Okay, dann gehen wir da hin. Ich dachte, wir warten noch und gucken, was jetzt hier mit Banaetim passiert. Naja, das ist einfach, glaube ich. 3, 2, 1 und er bricht aus. Ja, das war gar nichts. Das war's schon. Ja. Naja, das wäre halt krass. Das wäre, glaube ich, in einem Kampf ziemlich episch gewesen. Ja, glaube ich auch. Ja, aber ich habe gedacht, die schießen in den Boden und dann kommt aus dem Boden. Das ist wie so eine Airstrike. Die kannst du halt auch über die Map irgendwo hinschicken, wo du musst es gar nicht dahin schicken, wo du bist. Du kannst das einfach auch auf irgendwelche Gegner, wenn du die gescoutet hast oder so. Okay, Leute, zusammenbleiben. Shadow Dickens. Und weiter in diese Richtung. Ey, diese Haken, ne, die würde ich echt Alter. Für den Kampf übrig lassen. Nicht so, um hier rumzuturnen, ich sondern die 23. Ja, okay. Das ist halt nämlich echt, wenn man so den Gegner zu sich holen. Ja, aber meistens kommt er auch so. Ja. Oder halt zur Flucht. Ja, das ist geil, wenn der wegrennt, weil er wenig HP hat, dann eben wirklich einen Strich durch die Rechnung zu machen. Okay. Ich habe diese komische Kiste. Ich nehme an, es ist eine Waffenkiste. Vielleicht könnt ihr mir Deckung geben, denn ich gehe da jetzt mal, ich gehe rein. Nanu? Weiß gar nicht. Was war das denn? Weiß nicht, was das hier ist mit der Kiste. Die geht nicht auf. Onwards. Was geschieht hier? Ja, ich kann die nicht aufmachen. Könnt ihr die Kiste hier aufmachen? Auch nicht, oder? Nein. Oh, sie kommen! Achtung, sie sind da! Oh ja, okay, lass zusammenbleiben. Among us.
Alter, ich bin schon tot. Ging das schnell? Kann mich einer retten? Ich kann beschäftigen. Oh. Oh, shit. Ah, ich kann mir nicht mehr weg. Wie kann ich einen, der auf mir drauf ist, runter? Mit K. Nee, mit der, mit F. Mit F. Halten. Nee, einfach nur. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war komplett. Nein, 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 schnell zu mir, Simon. Ich, wie soll ich das? Ich bin Simon. Ja. Immer dasselbe. Ich bin tot. Die Hälfte ist auch tot. Naja, das bringt nichts. Wieso haben, also wieso diese haben die uns Verwandlung war für den Arsch. Wieso haben die uns denn so platt gemacht jetzt? Das waren NPCs oder Spieler? Keine Ahnung, aber sie waren das waren, glaube ich, Spieler. Also mich ärgert es, weil ich echt gut ausgerüstet war und es hat nichts gebracht. Hat überhaupt nichts gebracht. Großschwert. Und ey, dieses Riesenvieh hat auch nichts gebracht. Legendäre Armbrust hat er gehabt, ja. Der klaut meine Sachen. Ja, guck mal, wie die ausgerüstet sind. Die haben auch alle legendäre Rüstungs-Items und so. Hatte ich auch. Hatte ich alles auch. Aha. Das ja, jemand schreibt im Chat, er schreibt daran, dass wir nicht parryen. Tatsächlich müssen wir häufiger parryen. Also man kann gut parryen in dem Spiel. Ja, das habe ich zum Beispiel noch viel zu wenig gemacht gegen Menschen zum Beispiel auch gar nicht. Ja, ich habe es ein paar Mal versucht, aber es ist auch nicht so einfach. Die Theorie ist immer einfach, aber in der Praxis, wenn da alles um dich rumfliegt, nochmal was anderes. Ja, aber es macht schon Bock auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, man hat hier die Möglichkeit, besser zu werden. Durch Spielen. Ja, irgendwie schon, ne? Es ist halt schon komplex. Nicht so einfach. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, wie das Matchmaking ist. Also, wie gut die Leute sind, gegen die wir spielen. Es wäre halt schön, wenn man auch gegen Lappen spielt. Ja, das wäre wirklich schön. Das wünsche ich mir eigentlich viel mehr. Das ist natürlich die Chance relativ gering, dass wir jetzt Spandau zugelost kriegen. Versteht ihr? Das war das gegen Spandau. Ist cool, den Support der eigenen Gang zu haben. Mental bin ich bei dir. So, ein letztes können wir noch wagen. Ja, lass das machen. Nochmal ein schnelles Match. Das war gut, ne? Da haben wir wenigstens. Das war voll okay, ja. Bisschen was davon gehabt. So, ich habe ja auch immerhin jetzt ein weiteres Glyphenplätzchen. Das ist schon irgendwie mit diesen Glyphen und so schon ganz cool. Finde ich nice. Ja, wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Das müsste ja reichen für ein längeres Match. Für ein Chicken. Heute Abend bin ich übrigens noch dabei. Ich spiele heute Abend noch ein bisschen Krimskrams für euch. Mal gucken, was. Ihr könnt ja gerne auch mal irgendwie einen Tipp schon mal abgeben. Dann kaufe ich es mir noch schnell. Ja, irgendwie bin ich sehr derbe enttäuscht von dem Charakter, den ich da hatte. Der war geil, ich hab den noch auch. Ja, aber der hat ja überhaupt nichts gebracht. Ja, weil du ihn nicht kannst. Naja, bei dir war das jetzt aber auch nicht so viel. Weil ich ihn auch nicht kann. Ja, ich erkenne ein Muster. Nein, ich mach mal Kurumi, da kann ich heilen, dann muss der Nils nicht so weinen, dass er stirbt. Wollen wir zu den Ebenen oder du machst oben? Okay, Sonnenflügel, gut. Jemand sagt im Chat, ich soll mir Spookware anschauen. Spookware. Spookware. Hoffentlich kann ich mir es merken. Aber ich nehme an, Spookware ist wieder ein Titel, für den man mehrere Mitspieler braucht. So was Trommeln so an sich haben. Die Trommeln haben was Treibendes. Ich glaube, die erste, weißt du, die erste Armee, die mit Trommeln in den Krieg gezogen ist, die habe ich auch gedacht, Alter, die anderen sind so doof. Ja, vor allem, die haben ja die Trommeln zuerst gehört, bevor sie die Armee gesehen haben. Ja, und Angst gekriegt. Was das? Musik? Da habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, das war eher wie ein Trommel. Ja. Die Wüstenbox. So. Ich habe einen Dolch. Wie seht ihr das? Ist ja doof, dass ich das nicht
ich das nicht wieder entwählen kann. So, lasst uns nach Osten gehen. Wer ist denn die drei? Ach, ich. Wir gehen in die Stadt da rein, nämlich. In die falsche Richtung gelaufen. Also, ja, Stadt, Osten, was wo? Osten. Genau. Gar nicht. Yes, yes. Was, Osten? Ja, in die Stadt da einfach rein da. Was, Osten? Okay, die jetzt aber komme ich zu euch. Na, das war fast gut. Severance, Blade of Darkness. Vorgänger von Dark Souls, Demon's Souls. Wusstest du das, Ede? Das ist ein das haben wir doch bei Giga Games, glaube ich, damals gespielt. Severance. Ah. Kennst du das nicht mehr? Der Hannes mal gespielt. Nee, ich war, das waren so PC-Geschichten, glaube ich. War ich da irgendwie nicht dabei. Ja, könnte man vergleichen, tatsächlich. Find me a spool, then let's talk. Alter! Wenn ihr mich sucht, ich bin ganz oben. Ich kletter noch weiter hoch, weil ich ein geiler Typ bin, der das kann. Guckt. Leute, ich bin oben auf dem Knochen. Ihr werdet es nicht glauben. Hier ist noch eine blaue Rüstung, wenn irgendwer eine blaue Rüstung möchte. Alter, guckt, wo ich bin. Ich sehe. Ich sehe. Achtung. Gebt euch das. Dafür sollte ich eine Belohnung kriegen. Shit. Beinahe wäre ich zu dir gekommen. Okay, wir haben keine Zeit für Knochenspielereien. So, von hier aus habe ich einen hervorragenden Ausblick auf die gesamte Map. Wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Sag mir, wenn du irgendwo gutes Loot siehst. Da sehe ich was. Falle ich gerade runter? Ja, drück einfach C. Dann fällst du schneller. Was ist das? Da, da ist was da oben. Das kaufe ich mir. Aha. So, also ich bin einigermaßen ausgerüstet. Könnten schon noch irgendwo hin. Ja. Ich sag ja nur. Ich hab das Gefühl, bei diesen Knochen, da ist irgendwie nicht so viel. Ich habe eben irgendwas gesehen und das. Oh, hier bei mir ist ein bisschen was. War das hier oben? Gute Sachen sind mir. Ey, bei mir, ohne Scheiß, wenn ihr wollt, guter Bogen, seltener Bogen, Rüstungspulver, ich lass mal liegen. Shit. Ah, nee, ihr seid weit weg, ne? Ich nehm's mit. Fuck, wo war das denn? Da. Oh, falscher Knochen. Hier, bei mir ist ein Gegner. Oh, okay, ich komm. Unterwegs. The healing may begin. Nein! Bin da, bin da, bin da. Zu spät. Nein, aber danke. Was? Hier ist aber Kram, den kannst du gerne mitnehmen. Also, ganz viel Krimskrams. Ha, wieso rutsche ich denn da runter? Alter, das gibt's doch nicht. Ich hole mir jetzt dieses Item auf dem Knochen. Er rutscht, das ist ein Bug. Das gibt's doch nicht. The fuck? Okay. Ich dreh durch. Jede? Ja. Bock, uns zu folgen? Nein. Auf unserem großen Abenteuer? Ich komme, geht vor. Ich habe hier eine Mission. Moment, ist da jetzt nichts mehr? The shadow thickens. Oh shit. Hören können, über mir oder was? Ich bin bescheuert. So über mir? Da oben? Ja, oder? Ja, muss ja. Ja. So, zweiter Versuch. So. Ey, er rutscht einfach nach da rechts. Das ist ein Bug. Erzähl mir nix. Die verbieten mir, dahin zu klettern. Da ist was. Seht ihr es?
The awakening is here. Ich hab's jetzt. Ha! Ich bin da, Leute. Es ist einfach nur Rüstungspulver! Weiß ich auch nicht, was du erwartet hast. Naja, guck doch mal, wo ich hochgeklettert bin. Da kann doch nicht einfach nur Rüstungspulver liegen. Ich bin so enttäuscht. So. Das ist wie wenn du ein fettes Päckchen unter dem Weihnachtsbaum hast und dann ist da der neue Duden drin oder so. So, wie lautet jetzt der Plan? Ja, wir sind relativ in der Mitte. Wir können noch zum Gezeitentempel. Da gibt's vielleicht noch mal extra Loot, aber es kommt ja auch kein Gegner hier. Also, dann warte ich hier noch mal auf euch. Und dann gehen wir da einfach hin. Ich bin ja so enttäuscht gerade. Ich gehe schon mal scouten. Ich gehe schon mal den Berg hoch. Was ist denn das? Den Berg hoch. Ich komme mit dir. Okay, die ist einfach mega krass, ey. Wer? Die ist wie Tom Cruise am Anfang von Mission Impossible. Einfach die Wand hoch. Okay. Hast du mir gerade Mission Impossible gespoilt? Den Anfang. Dass er mit Tom Cruise ist, oder was? Es gibt eine Wand. Es wird eine Wand geben. Ja, so toll ist das hier aber auch nicht. Es wirkt fast, als wäre es schon gelootet worden. Nur noch normaler Shit übrig. Wo ist denn der Feind? Hier ist eine Kaufbox, ja. Geil. Du loot is full. And you let it burn. Just want you to know. Morus Segen erscheint in 90 Sekunden. Sollen wir das mitnehmen? Das ist, glaube ich, so eine Waffenkiste, oder? So etwas. Wie schafft der Nils es, immer eine Viererrüstung zu haben? Immer? Nein, ich sehe dich häufig. Ich frage, ne, bin mir nicht sicher. Ist ja, ich freue mich eine? Doch für dich. Was? Wunderte Eddie eine. Ja, okay, okay. Ich fand es ja einfach nur interessant. Ich würde ja gerne dein Glück haben bei der Looterei. Wir haben hier irgendwie noch nie jemanden getroffen, kann das sein? Da ist einer. Ein, zwei Kämpfer hatten straight wir schon. Forward, straight forward. Okay, ich sehe es. Ich sehe ihn, ja. What? Where did you come from? Aber NPC. Ich, aua. Bist du wahnsinnig. Die Kavallerie ist voll. Aus der Entfernung abgestaubt. Good as me. Der Traum einer jeden Hausfrau. Okay. Kann ich dir, warte mal, ich probiere mal was. Wenn ich jetzt zauber, nee, ich kann dir keine Energie geben für deinen. Nee. So, wollen wir weiter? Vielleicht Nils, du musst noch fixen. Brauchst du irgendwas vielleicht? Nö, achso, ich muss mich einmal hier meine Rüstung okay. Mal machen. Leute feiern deinen Witz, Simon. Ich wollte es dir nur sagen. Ich hab das verpasst. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich habe nichts gesagt. Es muss der Sessel gewesen sein. Luft, ja, entweicht. Welchen, jetzt würde ich auch wissen, welchen Witz du machst. Ich weiß auch nicht, welcher Witz, ehrlich gesagt. Gar nichts, oder? Mir entgeht sowas doch nicht. Noch nichts Lilanes gefunden übrigens und schon gar nichts Gelbes. Hm. Ey, gleich können wir wieder so ein Dreier-Trupp ja. Und dann so müssen wir uns mal wieder sammeln. Simon, du bist schon sehr weit vorgegangen. Ja, ich wollte extra mal schmulen. Hier ist nichts. Sieht gut aus. Beschütze RBTV. Was hat der Ede gemacht, dass er wieder hier im Fokus ist? Ich glaube aber, hier war auch schon jemand. Hier ist auch nur noch normaler Schrott.
Das befürchte ich ja auch. Was ist dieser rote Laserbeam? Ich habe so guten Shit, ich möchte den gar nicht austauschen. Gib mir was. Ja, ich kann hier markieren. Look at this. Ich glaube, ich habe es markiert. Also wir sind sehr zentral auf jeden Fall. Hier können wir auch verweilen. Total, ich wette, hier werden sich gleich alle angegriffen. Boah, hier, ich werde angegriffen. Okay, hier ist einer. Okay, ich sehe dich jetzt. Du bist ja... Versuchen, dich ein bisschen rauszuhalten erstmal. Wir sind auf dem Weg. Ja, ich bin schon tot. Ey, keine Ahnung, kam aus dem Hinterhalt drei Leute oder zwei. Da bist Nils, du bist da bei mir, ne? Keine Chance. Ja, ja. Wollen wir es versuchen? Ja, hier bei mir. Oh, okay, ja, hau ab, Simon, ey, das macht... Ja, naja. Ich hab einmal kurz gekontert, aber das war mehr aus Versehen. Geil, Simon, ich hab hier... Geil. Ich hab sie mit meinem Ultimate, aber jetzt sind sie zu dritt, also... Ja. Ey, das war dumm, ich hätte vielleicht... Ich hätte einfach meine Heilkräfte für dich aufgebaut. Das ging so schnell, Alter. Die war plötzlich da, ich habe nichts gesehen, plötzlich war die da und plötzlich war ich tot. Ja, naja, die haben es wieder geschafft, uns zu dritt ein Platt machen, dann zu dritt zwei Platt machen. Ja, genauso wie die es gemacht haben. Nee, man muss schon sagen, wir hätten das, ich meine, wir wurden ja sogar verfolgt, wir hätten einfach, eigentlich Ede, du wurdest ja verfolgt, ne, wir hätten einfach... Ja, du hast ein Kopfgeld auf mich angenommen. Nee, ich weiß ja nicht, dass es für dich ist in dem Moment, ich nehme mir einfach nur irgendeine Quest an. Aber ja, das war dann so. Ist egal. Das Schicksal hat dich bestimmt, nicht ich. Töte nicht den Boten. Ja, aber du hast das Schicksal befragt. Das ist korrekt, das Orakel habe ich herausgefordert. Alter, wollen wir ein bisschen früher Schluss machen, weil wir kriegen keine ganze Runde mehr hin. Nee, wir kriegen jetzt keine Runde mehr hin. Ich will noch einmal meine Belohnungen hier kurz abholen. Okay. Ich gucke währenddessen Arconery noch mal ein bisschen dabei. Die machen das ganz gut. Guck mal, das ist super. Schaltet mal kurz rein, liebe Regie. Schaut mal kurz. Das ist das, was ich... Ach, zu spät. Was ich versucht habe. Eben wurde die ganze Zeit geheilt, während der vorne dann gekämpft hat. Ja. Die sind gut. Natürlich sind die gut. Wir sind ja auch Amateure. Man kann ja auch nicht erwarten, dass man in den ersten zwei Stunden eines Spiels schon alles checkt. Das war Naraka Blade Point, Leute. Ein Battle Royale mit, ihr habt es ja gesehen, mit Nahkampfwaffen. Ich finde es, also mir hat es richtig Bock gemacht. Es ist natürlich am Anfang immer bei so Spielen vielleicht auch ein bisschen frustig, wenn man gegen Leute spielt, die es schon richtig gut können. Aber ich sehe das Potenzial auf jeden Fall, dass man, wenn man sich ein bisschen da reinfuchst und das Kampfsystem vor allem mit dem Parryen und den Kontern und weiß ich nicht was, wenn man das richtig checkt, dann noch die ganzen Specials und so. Ich kann mir vorstellen, gerade das Parry auf andere Buttons zu legen und irgendwie einfach eine klarere Bedienung dann mir selbst zu erarbeiten. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber es ist natürlich auch ein Reaktionsspiel. Das ist der Blick, genau. Das ist der finale Endblick. Mama! Weil wir nicht genug zusammen waren. Aber nächstes Mal werden wir es hoffentlich Ich lasse davon bald T-Shirts drucken. Wir müssen mehr zusammenbleiben. Ich glaube, dann sind wir in jedem Spiel die Besten. Ey, aber die sind doch, ich meine, die rennt hier mit so einer fucking Minigun rum. Eben gerade rausgepupert, das Ganze. Nils, willst du auch noch was zum Spiel sagen? Ja, guckt euch das an. Aus der Entfernung. Ja, ich finde, das ist mal eine schöne Abwechslung, weil es alle Elemente eines Battle Royale-Spiels beinhaltet. Alles, was so dieses Genre erfolgreich gemacht hat, haben sich schön auch angeguckt, was funktioniert, was nicht, und viele dieser Elemente sind drin. Und es ist halt sehr schön abwechselnd, dass das mal ein Nahkampftitel ist, gespickt mit geilem, schnellem Movement, was einfach mal eben nicht so ein typischer Shooter ist. Davon gibt es ja wirklich schon viele Battle Royals, sondern einfach sehr erfrischend, finde ich, weil dieser Modus Battle Royale ist ja nach wie vor geil. Man muss halt natürlich dann hier auch, glaube ich, mal ein bisschen ernsthaft versuchen, Teamplay zu machen und so, dann das liegt uns allen nicht so. Aber ich fand es wirklich erfrischend gut. Ja, stimmt. Und wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an Fraser748 im Twitch-Chat. Er beantwortet alle eure Fragen offensichtlich zu diesem Thema und hilft euch beim Einstieg. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Naraka Blade Point holt's euch, wenn es euch ein bisschen Bock gemacht hat. Jetzt geht's hier weiter mit Mon. Später. Zwischendurch kommt irgendwas noch. Füller.
Und dann geht's weiter mit Kretschmer-Time, mehr oder weniger. Also ich spiele einfach Kleinkram. Ein paar Leute haben mir auch schon Tipps gegeben. Das wird's geben. Ich kann noch nicht sagen, was ich spiele. Es wird kein Evil Within 2 sein, weil dazu habe ich schon eine Stunde aufgenommen und die ist noch in der Verwurstung und deswegen kann ich das jetzt nicht weiterspielen. Hm? Evil Within ist es nicht. Das gibt's seit 4 Jahren. Aber ich spiele gerade durch und es ist cool. Gut. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.